Hör ich jetzt besser? So, ja, alles gut. Einen wunderschönen guten Abend heute am 15.08.2023. Herzlich willkommen in Jeddah zum F2, zum zweiten Saisonrennen der F2. Wunderschönen guten Abend an dich, Generalax. Und an meiner Seite, wie die ganze Saison hoffentlich, ist der liebe Adrian, der Schokomelmen. Schönen guten Abend an dich. Schönen guten Abend an euch alle. Genau, wir haben heute ein volles Fahrerfeld. Also 20 Fahrer am Start. Und wir können es auch direkt gleich mal durchgehen. Und zwar fangen wir einfach mal an, so wie ich es hier stehen habe. Im Campos gehen heute an den Start beide Stammfahrer Mücke und der liebe Acker. Dann haben wir als nächstes Prima mit dem gewohnt klassischen, nee, nicht gewohnt klassisches Duo, genau. Denn da fährt Chris Hem als Stammfahrer und Margot Toldo, letzte Saison Serienleiter in der 50C gewesen, glaube ich, als Ersatzfahrer heute mit. Wir haben heute sowieso ein sehr exklusives Feld, muss ich sagen. Im Hightech als Ersatzfahrer der Drago 83 und als Stammfahrer Hayes Surprise. Im Uni Virtuosi, das sind die hellblauen, da haben wir den Steve und der Darkson kommt auch gleich noch dazu. Für Van Amersfoort gehen an den Start als Stammbesetzung Krieger 71 und Locke 8410. Im Dams einer der Favoriten, also für die Team-WM auf jeden Fall, wenn sie es auf die Strecke bringen, ist der Big M. Und der Hiase 15, der ist leider noch nicht da. Im Trident starten der Holger 1983 und Spirit of Fair. Beide sind da, wunderbar. Im ART haben wir als Stammfahrer den Torsti M. Und ganz neu dabei, auch als Ersatzfahrer heute erstmal, aber ganz neu dabei, noch kein Rennen auf der Strecke gesehen. Das ist der ORC Jaranzo. Der Martin. Dann haben wir im Karlin als Einzelkämpfer Hennes der 8. 1302 als Stammfahrer, im MP Motorsport als Stammfahrer Generalax TV und im Charus hochkarätige Besetzung. Ja, und man hat sich, glaube ich, darauf geeinigt, wer wer ist. Marcel Junot, letztes Jahr Serienleiter in der F2 und Samstagsserie, glaube ich. Sehe ich heute das erste Mal in diesem Spiel. Freut mich, dass er wieder da ist, auf jeden Fall. Mit dem hätte ich eigentlich die Samstagsserie kommentieren sollen. Und der Schmiddi ist dabei. Nein, ich kann die Tabelle leider nicht zeigen, aber ich kann kurz zur Tabelle was sagen, weil ich streame nicht über OBS. Deswegen kann ich hier leider keine Overlays und ähnliches mit reinbringen. Aber ich kann gerne mal den aktuellen Stand, der ist ja erst ein Rennen gewesen. Ach jetzt, nee, Ü50-Serie, die kommt erst noch am 10.9., glaube ich. Tabelle, das ist die Sim-Serie. Da ist die F2-Serie. So, in der Tabelle sieht es wie folgt aus. Acker führt mit 51 Punkten vor Big M mit 42,5. Hiasel 15 auf der 3 mit 28 Punkten. Chris M 27 auf der 4. Torsti M 26 auf der 5. Krieger auf der 6 mit 23,5 Punkten. Holger 22. Steel of Death 19. Steve 15. Alex 91 12. Extra Prinz mit 10 Punkten, Generalax CV mit 8 Punkten auf der 12. Jetzt weißt du auch, wo du stehst. Haze Surprise mit 6,5 Punkten am 20.09. Oh, Entschuldigung, Nicke Maler, und schönen guten Abend erstmal an dich. Haze Surprise mit 6,5 Punkten und Darkzen mit 4,5 Punkten. Das war die Einzelwertung. Und in der Teamswertung führt Dams mit 70,5 Punkten vor, Campus mit 51 Punkten und auf 3 liegt Prema mit 46, also alles auch noch schön eng beieinander. Und dann werden wir uns heute mal auf Jeddah freuen. Ja, was erwartet uns in Jeddah? Es ist in F2 ein super schwerer Kurs, finde ich.
Was wir so von den Zeiten her gesehen haben, also Time-Trial-Zeiten sind ja nicht ganz so aussagekräftig. Da war zumindest in meiner Liste der Big M der schnellste mit einer 40,4. Und direkt dahinter kam Acker, der war aber nicht weit dahinter. Und ich selbst bin auch nur eine 40,8 gefahren. Bin heute mal selbst eine Blitzqualizeit gefahren, da war es eine 41,3. Und ich denke, niedrige 41, hohe 40 werden wir sehen können. Ja, Adrian, was denkst du denn? Ach so, dich müssen wir noch ins Spiel einladen. Ja, genau. Ja. Ich bin noch gar nicht Ja, eingeladen. danke, Locke, dass du das so gut gemacht hast. Acker war kurz vor der Einladung schneller. Ich war vor 10 Minuten noch drin. Was ist er denn gefahren? Zack, einladen. Du musst jetzt mal schauen, ob du die Einladung, entweder kriegst du die Einladung jetzt über die, das ist die 1,43. Na ja gut, da waren 1,5 Zehntel oder 1 Zehntel schneller als du, Marc. Das ist nicht viel. Du wirst die Einladung wahrscheinlich im Briefkasten haben. Ja, habe ich schon Hast du eingeladen. gefunden? Hast du gefunden? Jawohl. Aber du bist in der F2-Seriengruppe mit drin, oder? Ja, natürlich. Ja, müssen wir mal Locke mal die Leviten lesen. So geht's ja nicht. So, alle Fahrer drin. Alle Fahrer drin. Was, wie alt bist du? War viel zu alt. Aber für die F50, Ü50 hat es nicht gereicht. Ja, Okay. schön an die Aufnahme denken. Dachsen muss ich noch ein Auto schnappen. Ne, wieso sind denn jetzt. Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Zwei Fahrzeuge müssen frei bleiben. Sergeant ist frei Ja, und Sergeant muss frei und Novalak muss frei bleiben. Dann Max ist passt's. auch frei, ja. Passt dann, So, sehr bist du gut. drin? Ja. Bin drin, jawohl. Ja. Da muss aber Darkson noch ein Auto auswählen. Und zwar den Virtuosi muss er auswählen. Sergeant und Novalak bleiben frei, MP und Karlin. Weil sonst wären wir ja 23 Leute in der Lobby, aber so sieht's gut aus. So, bitte Darkseid noch ein Auto auswählen, nach Möglichkeit. Hat er. Ja, siehst du, man muss es doch nur mal ansprechen, dann läuft's auch. Wen würdest du denn gern in der Hotlap sehen, in der Blitzqualierunde? Sag mal, wen würdest du sehen wollen? Immer hier soll, also hier also. Hiasel, unseren argentinischen Starter für Dams. Okay, dann schauen wir uns gleich die Runde von Hiasel an. Ich werde dann nach Möglichkeit zur Runde was dazu sagen. Ich kann auch zu der Runde was sagen, wie gesagt. Genau, General Axe, so wie Schmidti das gerade schreibt, einfach so schnell wie möglich beenden, wenn das Auto auf der Strecke ist. Hab Skill, du nett, sag gerade, man hört dich nicht. Sag mal was. Mich hört man nicht. Hab Skill, du nett, sag grad, man hört dich nicht. Komisch. Sag mal was. Hörst du mich jetzt? Ja, aber sehr leise. Ja, aber sehr leise. Du bist zu leise, du musst dich ein bisschen lauter machen. Also man hört dich schon, Adrian, aber so. Und jetzt. Hört man mich jetzt besser? Achte mal auf den Chat bitte, ich muss jetzt auf die Runde an. Hört sich an, als wenn man ihn nur über Miss Millions Headset hört. Jetzt ist besser. Okay. Aber es könnte immer noch ein Stück lauter gehen. So, wir gehen dann direkt auf Hiasel, hast du gesagt, ne? Ja, so Also, jawohl. Hiasel, gut, da muss er dann auch mal auf die Strecke gehen erstmal. Also, was erwartet uns heute? Eine Runde Blitzqualifying, 20 Runden im Sprintrennen. Ja, Nicke Maller sagt's, Adrian, du bist wahrscheinlich noch am Feierfieber von gestern, oder? Das ist Ja, genau. jetzt, das ist deine zweite Podiumsplatzierung in der 50B In der gewesen, ne? 50er, ja, Du genau. bist Zweiter in der WM hinter Imperio, habe ich gestern auch geschrieben.
Aktuell schon, ja, aber Ja, wie leider muss ich aktuell? nächstes Rennen Ach aussetzen. so, ich dachte, Bin es ich gibt leider ein nicht frei. Ticket gegen dich oder so. Naja, dann. Nee, nee. Also, wie gesagt, ich werde, wie gesagt, gleich was zum Kurs erzählen. Fährt sich komplett anders als in der F1. Insbesondere der Sektor 1 ist für mich extrem schwierig. Ich erwarte heute extrem viele Cuts, es sei denn, die Fahrer nehmen sich ganz gewaltig zurück. Aber das schauen wir dann mal. So. Geht schon Dann, los. ja, das geht Ja. schnell los. Wo ist er denn? Wo ist Hiasel, Mann? Hiasel, da ist er. Nee, Hiasel ist raus? Na, Oh. zwei war er gerade. Wo ist er denn? Schwierig. Ja, das ist schwierig. Mann, ich wollte auf Hiasel gehen. Hiasel. Ich bin auf Spirit Nummer of sechs. Nummer 6. Fünf. Nee, das meine ich nicht. So, naja, dann schauen wir uns hier den Sektor 1 an. Also man kann hier zum Beispiel nicht Vollgas gehen. Hier kann man nicht Vollgas geben. Hier auch nicht. Immer leicht lupfen runter in die 3 oder 4. Wo ist Hiasel hin? Ich finde ihn nicht. Ey, ist das frustrierend. Egal, dann gucken wir uns jetzt die Zeit von Spirit of Fair an. Sektor 1, eine 38,9. Das ist ganz gut. Ich gehe jetzt einfach so hoch. Ich krieg Hiasel. Hiasel auf der 4. So, dann haben wir ihn schon. Oh, jetzt ist er auf der 3. Okay, jetzt soll es passen. Genau, so, dann sind wir hier schon im Sektor 2, wie in der F1 natürlich auch hier. 27 Kurven. Ganz normal P3. Schauen wir mal auf die Zwischenzeit. Das ist eine 1,10,5. Das ist okay. Und jetzt springt die Hiasel auf die 2. Da muss Acker einen Fehler gemacht haben. Oder hat er einfach nur vielleicht einen schlechten Exit jetzt wieder korrigiert? Und mein Favorit auf die Pole ist tatsächlich vorn. Ich weiß halt bloß nicht, ob Big M diesen Flügel, den er im Time Trial fährt, auch jetzt im Rennen fährt. Weil im Time Trial ist er echt super. Und wir schauen mal, das wird das eine 1,40? Nicht ganz. 1. Ja, aber ich war mit meiner Prediction gar nicht so schlecht, oder? Ja, 1,41 tief. knapp, knapp dran. Also, wenn ich mitgefahren wäre mit meiner Zeit von heute Nachmittag, wäre ich Zweiter gewesen. Aber Big M, 1,41,055. Also, um jetzt die ganzen Fahrer mal zu schocken, Big M hat in seinem Setup einen 2010er Flügel. Das. 2010. Ja, ich bin auch 25,15 gefahren. Und wenn er jetzt die Pole Position halt holt, es wird sehr, sehr schwierig sein, ihn zu überholen. Sag mal es mal so. Du kannst die Leute stummen, indem du in die Rennleitung reingehst und dann musst du jeden Einzelnen. Ist leider so. Also Big M auf der 1, Acker auf der 2, Hiasel auf der 3, Schmiddy auf der 4, Locker auf der 5, Chris Hemme auf der 6, Gaststatter Jaranzo auf der 7. Der scheint aber die Runde nicht ganz gut erwischt zu haben. Übrigens ist das ein Simfahrer. 8 Torsti, 9 Marcel Junot, 10 Hennes. Ja, und dann, das ist beim Blitzqualifying, da geht die Zeit immer so schnell weg. Genau, also Jaranzo ist einer, der fährt komplett mit SIM-Einstellung. Auch in der F2. Wie gesagt, ich kenne den Respekt, ja. ein bisschen. Ja, der fährt schon seit 4 Jahren ohne Fahrhilfen. Also, Stark. das wird er jetzt nicht mehr ändern. Schmiddy hat den ganzen Tag geübt und dann hat es trotzdem nur zu P5 gereicht. Na, kein Front jetzt hier. So, wir haben jetzt wie immer eine kurze 2-Minuten-Pause. Also ich denke bei den Reifen, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer soft fahren wird hier im Sprintrennen. Ja, Big M mit voller TK. Genau, Markus, so sieht das aus. Big M mit voller TK. Aber wie gesagt, also wenn er wirklich diesen Flügel fährt, was er in seinem Qualifying hatte, dann wird er sehr schwer zu überholen sein, weil dann hängst du in Sektor 1 dahinter und kommst nicht vorbei. Schauen wir mal auf die Reifen. Ja, alle starten auf den Mediums. Und jetzt können wir einfach nochmal das. Ach ja, wir haben ja umgedrehte Startreihenfolge. Sprintrennen vergesse ich jedes Mal. Also Big M auf der 1, startet auf der 10, Acker auf der 9, Hiasel auf der 8, Schmiddy auf der 7,
Locker auf der 6, Chris M auf der 5, Jaranzo auf der 4, Torsi auf der 3, Marcel, you know, freut mich auch, der hat P9 im Qualifying gemacht. Und auf der 1 startet gleich Hennes, der 8. 13.02. Dann gehen wir die anderen noch durch. Auf der 11 ist Steve gelandet, auf der 12 Drago, 13 Mücke, der Teamkollege von Acker. Darkzen auf der 14, Spirit of Fair auf der 15, Marco Toldo 16, Krieger auf der 17, Haze Surprise 18, Generalax mit seiner Quali-Sperre auf der 19 und Holgra auf der 20. Ja. So, 20 Runden geht das Sprintrennen, 27 Runden das Hauptrennen. Was erwartest du denn so, Adrian? Sag doch mal ein paar Sätze, dass ich hier nicht alles allein Ja, mache. ich denke mal, in Kurve 1 wird es ziemlich eng werden für die meisten. Oh. Und werden wahrscheinlich ziemlich viele Safety Cars sehen. Schauen wir mal. Aber F2 mal schauen, ich bin da nicht so bewandert damit Ja, ich noch. empfehle ja zumindest vor jedem Rennen immer zumindest mal einmal eine Hot Lap zu fahren auf dem Ding, dass du was ein bisschen weißt, wie das Auto sich anfühlt, dann kann man da auch was zu Das sagen. Gefühl. Genau, so, aber diese riesen Abstände hier. Hennes Ja, der erste ist Ganzweig, schon da. Marcel, you know, Jaranz. Ja gut, jetzt werden die Abstände kleiner, gehen wir mal der Reihe nach durch. Ja, okay. Aber ganz hinten. Na gut, das geht noch. So, Hennes steht schon. Und trifft die Box nicht. Also Oh. seine Startposition. Es könnte jetzt eng werden beim Start. Ja, das könnte es tatsächlich sein. Genau, also Sechsganggetriebe. Gleiche Chassis für alle, die es noch nicht wussten. Also und keine Batterie, kein ERS. Das sind so die wichtigsten Sachen. Ach ja, und die Autos touren bloß bis, glaube ich, 10.000 Umdrehungen hoch. Ideal für einen Start ist so um die 8.000, 8.200, sowas um den Dreh. So, schauen wir mal, wie Hennes den Start macht. Ich gucke mir das mal aus der Cockpitcam von Jaranzo an. Ja, der Start ist erstmal ganz sauber. Jaranzo verliert hier am Platz Marseille, you know, gegen Hennes. Oh, Jaranzo muss hier nach rechts ausweichen. Acker ist hier schon direkt in Schlagdistanz. Locke und Jaranzo jetzt zusammen auf Turn 4, aber da steckt Und Jaranzo zurück. Crash. Crash. Spirit of Fair ist kollidiert und Steve ist raus. Und Haze Surprise und Krieger dreht sich hier. Stand der hier verkehrt rum auf der Strecke? Aber, ja, wir haben Safety Car. Okay, dann kann ich in die normale Ansicht. Oh, Steve, das tut mir leid. Was ist denn da passiert? Hast du es gesehen, Adrian? Ja, auch nur so ein bisschen gerade drauf gegangen. Ich glaube, der wurde gedreht und dann ist mir noch einer reingefallen oder so. Irgendwie sah das so So, aus. wir schauen, ja, das ist. Also, es ist. General Alex auch mit kaputten Flügeln. Okay, na, dann schauen wir mal hinten. Erste Kurve DNF. Oh, kein Kommentar. Naja, okay. Da kann man sich sein Teil denken. Also, vorn war der Start recht clean von allen. So, was ich gesehen habe. Schmiddi hat richtig Plätze verloren. Naja, was heißt richtig? Schau mal auf. Gewinn und. Ich muss die Details. Gewinn und Verlustrechnung. Mache ich ja mal ganz gern. Ja, das geht noch. Spirit of Fair, drei Plätze. Klar, Steve, der ist raus. Und ansonsten wurden nicht wirklich Plätze gewonnen. Acker hat einen sehr guten Start gehabt. Zwei Plätze. Nein, Steve, du machst bitte nicht aus. Es gibt ja noch ein Hauptrennen. Ah, Auch keine Lust mehr. und Gewinner des Starts ist Marco Toldo und Holger. Die haben jeweils vier Plätze gewonnen. So. Aber gehen wir wieder zurück zur Spitze. Wie gesagt, Reifen brauchen wir nicht. Oh, da hat es richtig Strafen gehagelt. 5 Sekunden, 5 Sekunden, 5 Sekunden, 5 Sekunden. Ja, das waren alles die Kollisionen. Markus in der Box, die gehen jetzt alle in die Box, ja.
Die letzten fünf. Und die letzten 5 sogar, ja, dann schauen wir mal. Ja, 5 Sekunden werden abgesessen, weil es ist ein Safety Car. Und es ist im Sprintrennen kein Pflichtboxenstopp. Aber die scheinen alle auf Mediums zu gehen. Adrian, du bist immer noch zu leise. Immer noch zu leise. Ja, stell dich doch mal lauter. Nicht bloß in der Party, sondern vielleicht über die Toneinstellung auch. Von der PlayStation. So, also, alle waren in der Box von den 5 Leuten. Nicht wundern, deswegen wird das Safety Car, denke ich, die Runde wahrscheinlich auch noch nicht reinkommen. Es könnte eng werden, wenn ich mir so Spirit of Fear, der ist jetzt erst im ersten Sektor, da sind die ersten jetzt im dritten Sektor. Das bleibt noch eine Runde draußen. Oder es kommt halt sehr, sehr kurzfristig wieder. So, Adrian, hast du dich jetzt lauter gemacht? Moment. Moment, ich warte, natürlich. Also, ich hoffe ehrlich gesagt, dass EA das oder Codemasters das mit einem der nächsten Updates hinbekommt, dass hier endlich mal die Deltas vernünftig angezeigt werden und nicht erst ab Runde 4, sondern von Anfang an, das sollte möglich sein. Ich bin jetzt bei Audioeinstellung im Spiel. Du musst deine Sprachausgabe musst du lauter stellen. Auf der Ding war ich okay, fast. Also nicht im Spiel, sondern PlayStation. genau. So. Also du hast ja da unten Ton stehen und Ja. da hast du die Lautstärke, also die ist bei mir immer ganz rechts und dann die Audiobalance habe ich zwischen Spiel und Party auf ungefähr 70%. Ist es jetzt so besser? Oh ja, jetzt bist du sehr laut. Ja, Tonausgabe, genau. Nicke Mahler schreibt es gerade. Jetzt ist besser, oder? Ja, siehst du, wenn Nicke Mahler endlich auch zufrieden ist, ja, dann haben wir doch heute schon was geschafft. Und Marco ist schon wieder in der Box. Ach, durfte er die 5 Sekunden nicht absetzen? Oder ist er zurück auf die anderen Mediums gewechselt, um dann die frischeren Mediums zu haben im Hauptrennen? Na gut, aber auf jeden Fall Safety Car wird Ende dieser Runde reinkommen. Bis dahin ist er auf jeden Fall dran. Gehe ich mal auf den Jaranzo. Schauen wir Jo. mal vom sechsten aus. Ja, ich schaue dann mal aus der Cockpit-Perspektive, wann Marcel hier wunderschönes Wetter haben wir auch in Saudi-Arabien, die Sonne scheint. Ja, da scheint irgendwie immer die Sonne. Naja, die Also, Startzeit ist eine andere. Das ist ja tagsüber na, das Rennen. ich meine, es regnet nicht, komischerweise. Also ich habe. Ja, es regnet in Saudi-Arabien auch schon mal, aber das kannst du echt bald an der Hand abzählen. Einen wunderschönen guten Abend an dich, Finn, erstmal. Erstes Safety Car hast du schon verpasst, aber das kommt jetzt rein. So, schauen wir. Wann drückt Marcel Junot aufs Gas? Ah, ist ein langer Weg mit den F2-Autos. Man sieht das. Das Safety Car ist jetzt schon auf der Start und Ziel und er ist nur 500 Meter von der Kurve weg fast. Ja, Marcel Junot ist wieder dabei, richtig. Ja, wir haben uns auch alle gefreut heute in der Gruppe und dann direkt auf der 1 hier im Sprintrennen. Und er gibt direkt aus der Kurve raus Gas, bricht jetzt sofort den Windschatten, indem er nach links geht. Und hat das wirklich super gemacht, muss ich sagen. Acker ist ganz nah dran an Jaranzo. Ja, dann schauen wir da Überholt ihn mal jetzt vielleicht drauf. sogar.
Ja, wie gesagt, hier sehen wir halt, Ah, ja. ja, da bremst sich Acker rein, ja, ran, so wie Rein. gesagt, auf Sim-Einstellungen. Aber F2 fährt sich halt nochmal anders als Ui. F1, verliert jetzt einen Platz. Generalax Drei bekommt Sekunden eine für Behrens. eine 3-Sekunden-Strafe, weil Kurve komplett abgekürzt. Es ist halt super schwierig hier im ersten Sektor. Also, du siehst auch die Fahrer, wenn du mal auf die Telemetrie achtest hier, die geben nicht Vollgas in den Kurven. Das sieht man. Also es wird nicht gebremst, sondern es wird so Halbgas gegeben. Manchmal 70%, manchmal nur 50%. So, Oh, ist und nur bei F F2. F2 Autos. Einen wunderschönen guten Abend, Quisi, an dich. Acker jetzt. Oh, da wird's Versuch's bei eng. Die sind Locke. zu dritt da. Da haben wir Acker, Locke und Chrisem. Ja, Marcel ist Hier ist endlich wieder vorbei. da. Ja, das hat er super gemacht und damit verbessert er seine Position. Torsti ist wieder reingefahren ins Sekundenfenster und Hennes lässt jetzt ein bisschen abreißen. Ja, Ranzo immer noch solide auf der 7. Jase kommt nicht wirklich voran, hängt jetzt hier sehr dicht hinten dran. Muss aber hier vom Gas geben. Und hier haben wir eine Mücke, wunderschöne. oh. Was war? Rempler zwischen Mücke und Big Oh, M. und Torsti gegen Marcel, you know. Torsti vorbei. Hinten geht die Jasel außen an Jaranzo vorbei und Schmiddi gleich noch mit. Na, das reicht nicht. Torsti mit der schnellsten Runde jetzt. Ja, aber Acker, Schmiddi. die Zeit, naja, das war ja jetzt die erste vernünftige Runde an sich. Ja, und. Oh, jetzt wird's eng bei Jaranzo. Boah, ja, aber von. Und da gibt es den Wechsel. Chris Sam geht hier am Teamkollegen vorbei. Und da hat Hennes die Wand berührt. Das hat man ganz deutlich knallen hören. Und das ist eine richtig schlechte Stelle, wo er jetzt ist. Da dürfte er auch Flügelschaden haben. Bin ich mir fast sicher. Also so laut wie das. Ja, siehst du hier. Er surft auf dem Curb. Er kann das nicht halten. Und die hinten kommen nicht vorbei. Ja, kürzt jetzt hier ab. Das gibt gleich eine Strafe. Wenn er nochmal cuttet. Ich glaube, das waren zwei Cuts. Das bewertete Spiel. Ja. Locke versucht. Naja, ich bin auf Locke gerade drauf. Ja, die Okay. müssen jetzt alle an Hennes vorbei, weil der hat, wie gesagt. Ja, da die linke Flügelschade. Endplate. Das hat man. Aber man hat es im Stream auch wunderbar gehört. Das hat so laut geknallt. Ja, und er kann die Kurve halt absolut nicht halten. Ist auf der Geraden natürlich super schnell mit ein bisschen weniger Flügel, aber sieht man hier auch. Aber Mücke hier kommt. jetzt neben Jaranzo. Ja, Jaranzo auf 10 zurückgereicht. Ja, der muss sich wie gesagt erstmal ein bisschen eingrooven mit den Autos. Locke jetzt. Nee, nicht vorbei. Und dadurch entsteht natürlich jetzt die Lücke. Torsti hat schon 1,6 Sekunden rausgefahren. Hiase geht hier an Quissem vorbei. Also der scheint auch einen absolut grandiosen Topspeed zu haben. Big M kommt da hinten Ui. auch nicht wirklich weg. Hennes will genau in voll in die Wand gefahren. Ja, ich Eieiei. hab's so ein Ja. bisschen. Ohne Und er bleibt Filter. draußen. Er bleibt Oh. draußen, ja. Ja, Wahnsinn. Ja, gut, naja, gut, der Abstand nach hinten 1,6 Sekunden, aber nee, das ist. Ah, ich weiß nicht. Nee, also der hat ja gar keine Traktion hier in den Kurven. Bleiben wir einfach mal auf Hennes drauf und schauen uns das mal aus der TV-Kamera an. Wir sehen es jetzt gleich. Die Kurve hier, da ist er links gegengeknallt. Schau dir das an. Ei, Der ja, kann die keine Kurve gar Chance. nicht halten und das wird halt super gefährlich für die dahinter. Holgra ist an Generalax vorbei. Und du siehst hier hat er richtig Probleme. Hier kommt er raus, wertet das Spiel eigentlich als Cut. Hier kann er nicht früh aufs Gas gehen. Auch das müsste ein Cut gewesen sein. Also es müsste jetzt eigentlich schon bald die Strafe sein. Wird jetzt auch von Holger gleich überholt. Ja. Wie gesagt, er Beim hält ja Exit keine alles Chance. komplett auf und ihr müsst. Ja, ich kann es verstehen, du verlierst halt knappe 30 Sekunden beim Boxenstopp. Das Rennen eh schon Aber es ist vorbei so eigentlich. Aber gefährlich so bringt es auch nichts. Ja. für die dahinter fahren. Oh, Herr Hollgras surft hier über den Curb in. Das Auto kurz ausgeschlagen nach links. Acker kämpft sich vorne ins Sekundenfenster rein zu Marcel.
Ja, und hier siehst du halt, und da hat er halt ein. Oh, und Generalax hier vorbeigezogen. Schönes Überholmanöver. Schmiedi, jetzt ganz nah, Schmiedi. Überholt Chris Hemm. Ist vorbei. Schmiddy außen, Chris Hemm hält innen gegen, hat die Innenbahn, lässt hier aber gut Platz. Ja, nach vorne sind schon Ah, halt schön, 2 Sekunden. schön. Und Big M, das überrascht mich ein bisschen, aber ich hab's fast befürchtet. Yasel fährt die neue schnellste Runde mit einer 1,45, 3,15. Und der ist an Acker vorbeigegangen. Und AK kontert jetzt hier zwischen Kurve 3 und Kurve 4. Wer steckt zurück? Ja, Hiase steckt zurück. Er hat gelernt aus diversen Rennen. Also alles clean. Aber ja, und hier siehst du, wenn du einen flachen Flügel hast, hier kommt AK viel, viel besser durch. Da muss Hiase hier nur ganz minimal Gas geben. Also. Oh, I crashed with Generalix und Spirit of Verstappen. Oh, die stehen hier beide. Okay. Generalax steht hier verkehrt rum. Nee, doch nicht. Was machen die denn ja, Jungs? Und da fährt Generalax nochmal Spirit of Fair rein. Und Krieger ganz nah. Ui, das ist auch eng. Ja, Krieger hat Haze Surprise. Das geht hier side by side. Gehen wir mal auf die Kamera wieder. Ja, und Krieger vorbei. Vorne geht locker an Schmidti vorbei. Na, reicht das? Ja, das reicht. Oh, und Torsti macht das vorne wirklich stark. 2 Sekunden vor Marcel, you Zwei know. Sekunden, ja. Acker wieder, naja, Acker an Hiase, das war klar. Und Hiase, jetzt kommt er halt wieder mit seinem riesen Überschuss da angeschossen. Und also das Ziel von Hiase muss halt sein, wenn du so einen flachen Flügel fährst, du musst vor deinem Gegner in Turn, also im Sektor 1 vorbei sein. Ja, Ranzo geht hier vorbei an Mücke. Aber Switchback vielleicht, ne? Ja, das hängt jetzt ein bisschen davon ab. Also Ah. als Simfahrer hat er generell nicht so einen flachen Flügel. Ja, Mücke ist da schneller. Ja, Ranzo reiht sich wieder ein. Weiterhin auf P10. Big M ist endlich an Locke vorbeigekommen. Aber was man schon sagen muss, die zeitlichen Abstände sind wirklich nicht groß. Also bei Bahrain war es ja eine ganz andere Nummer. Da hattest du die zwei, drei Autos, die vorne weggefahren sind. So, und jetzt schauen wir Chris Hemm hier mal durch den ersten Sektor, durch die S-Sektion durch. Hier gibt er Gas, schön weit in den Kürbis, ein Stück weit rausgekommen vielleicht. So, und Acker jetzt unmittelbar im Heck von Marcel, you know. Das ist gerade das spannendste Duell und hinten Spirit of Fair hinter Generalax. Ah, die Fahrer nehmen sich doch noch alle zurück. Ah, hier hat Ackern deutlich besseren Exit und jetzt geht's mit der S gleich, der S-Unterstützung vorbei. Und da hinten kommt Hiase mit seinem Da riesigen hinten hier Überschuss. so, ja. Schau dir das an, ey. Der muss schon frühzeitig vom Gas, sonst brettert er den da hinten rein. Acker vorbei an Marcel, you know. Und jetzt kommt Hiase, der will natürlich auch vorbei. Der will den Anschluss zu Acker nicht verlieren. Und dann muss man natürlich noch schauen, was geht Richtung Torsti vor. Torsti, Spitzengeschwindigkeit Oh, jetzt nach 2,98. Oh, innen. da hat er sich Chris Hemmer vorbei. reingequetscht. Aber außen kommt Marcel, you know. Und Ah, da gibt's. oh, Berührung. Ja, gab es eine minimale Berührung, aber alles Minimal, gut. Und auf der Geraden durfte Marcel, you know, das siehst du jetzt auch gleich hier. Hiase hat bestimmt Topspeed über 300. Oh ja. 313 kann man. Oh, er verbremst sich hier fast. Bremst hier scharf rein. Da geht wieder gut Reifen weg. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt von der Pace her, ob Torsti das so weitergehen kann. Schauen wir nochmal bei Torsti nach. Ja, Torsi ist von der 3 gestartet. Also der macht das wirklich super, muss ich sagen. Ja, Acker holt hier minimal auf im ersten Sektor. Das waren 2 Zehntel, 2,5 Zehntel. Ne, 2 Zehntel, die er aufgeholt hat. Jetzt schauen wir mal, wie sich der Abstand bis zum Ende der Runde verhält. Hinten wechselt Spirit of Fair mit Generalax die Position. Und Schmiddi hinter Big M. Und direkt dahinter ist dann auch Locke. Dahinter geht die Lücke auf mit 3,5 Sekunden zu Jaranzo. Ah, 3 Sekunden jetzt, ne?
Ja, auch hier Rad an Rad. Ja, die wollen ja auch weiter vor. Big M scheint seine Quali-Pace nicht bestätigen zu können. Ah, verliert einfach viel zu viel Zeit nach vorne. Hat auch zu lange gebraucht, um erstmal vorbeizukommen, um jetzt freie Fahrt zu haben. Jetzt ist Locke ganz nah dran. Ja, aber Locke steckt Schmiedi. zurück. Locke steckt zurück. Locke steckt zurück. Also keiner wird hier einfach so das Rennen riskieren. Locke, Big M und so weiter. Und Hiase vorn geht an Acker Vorne am vorbei. Acker Und vorbei. du siehst, wir hatten Anfang der Runde, Ende des ersten Sektors war der Abstand bei 1,8 Sekunden. Jetzt ist es bei 2,0. Vielleicht kann Hiase ja hier noch was machen. Ich meine, wir haben immerhin noch 11 Runden. Hier also mit der Hiase schnellsten mit der Runde. schnellsten Runde mit einer 1,45,246. Also er legt eine absolut super Pace hier an den Tag. Sind übrigens auch so die Zeiten, die man fährt auf dem Medium-Reifen im Sprintrennen zwischen 1,45 und 1,465 bis 1,47er Zeiten. So, aber wie gut kommt die Jase durch den ersten Sektor? Ja, der holt hier tatsächlich Zeit auf. Siehst du hier, und jetzt sieht man es wieder in der Telemetrie, er gibt nicht Vollgas, kannst du nicht machen. Die Kurve ist super schwer zu fahren. Oh, die hat er richtig super schön weit in den Körb. Hier kommt er zu weit raus. Das hat ihn locker ein Zehntel gekostet. Marcel Junot holt sich 3 Sekunden. Und Acker hier auch im Heck. Der scheint mir einen nicht ganz so flachen Flügel zu haben. Oh ja, es geht da außen vorbei. Naja. Acker. Nee, Hiase bleibt vorne. Acker ist ja im Kappos. Ja. Das darfst du nicht Oh, verwechseln. knapp was. Knapp war's, ja. Ja, das ist aber einfach der absolute Top-Speed. Hinten Hennis will und Hayes Surprise. Ja, Hennes, Hayes Surprise hat sich da durchgesetzt. Aber hier vorn spielt die Musik und jetzt haben sie Zeit gut gemacht. Seitdem Torsti die Spitze übernommen hat und ich haben die 7 Zehntel gut gemacht. 8 Zehntel alleine in der Runde. Kann natürlich auch sein, Eine Runde, super. dass Torsti mit Reifenabrieb zu kämpfen hat. Ja, und hier hat Acker selbst mit DRS keine Chance vorbeizukommen. Aber da sieht man, dass vom Hiasel die Pace viel besser ist. Na, Also das ist schon. jetzt hier auf der Geraden. Ich glaube nicht, dass das die Pace ist. Ich glaube einfach, guck mal, Acker hat DRS. Der kommt Kommt nicht, nicht ran. der kommt, na, er kommt dran, aber nicht vorbei. Aber es reicht nicht, ja. Aber es reicht nicht. Big M an Chris Hemm vorbei. Oh, gibt es Berührung zwischen Prima und Virtu und Dams? Na, das sieht mir hier schon wieder nach dem nächsten Top-Ergebnis aus für Dams. So, jetzt hier in der. Oh, da kommt er ein bisschen weit raus auf dem Körb. Da war ein bisschen am Surfen. Hier schön weit innen nehmen. Dann kann man hier sehr früh aufs Gas gehen. Dann hoch in fünften schalten. Sechsten Gang, Vollgas. Wir gehen es jetzt einfach mal durch. Runter in den dritten. Macht er auch. Also tiefer sollte man hier nicht schalten. Hochbeschleunigen. Nächste Kurve, die Rechts-Links-Kombi, die wird im vierten gefahren. Da wird zweimal runtergestellt. Er geht sogar in den dritten runter. Kurzfristig dann in den vierten wieder hoch. Vollgas bis in den sechsten. Dann die nächste komplizierte Stelle nach dem Ende der zweiten Sektorenzeit. Die wird dann auch im vierten Gang genommen. Ja, da bleibt er auch drin. Und jetzt sind sie dran. Und das ist die Runde. Ja, so Zwei schnell kann das gehen. Runden. Also, und Acker hat richtig Probleme dran zu bleiben. Also Hiase, und er greift ja jetzt schon fast an, aber da steckt er noch zurück. Und jetzt mit DRS dürfte Torsti ein, ja, ein, ja, wehrlos sein. Keine Chance, ne? Keine Chance Keine haben, Chance. oder? Sieht man hier. Nee, 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 hier, ja, kommt er, da kommt Hiase angeschossen. Das ist 310 km/h mit DRS. Und Zack. ja, Torsti hat versucht, früher zu bremsen, um die Kurve weiter innen zu nehmen. Aber Hiase hat so viel Überschuss. Schmiddi und Chris Hemm hier. Chris Hemm verteidigt sich. Stark gemacht. Big M ist jetzt. Ah, jetzt kommt er langsam auf Touren. Hat sich einfach beim Er wird auch. Kämpfen. Hat sich beim Kämpfen zu lang da aufgehalten da hinten. Glaube, der wird auch die Sekunde in der ersten Runde rausfahren. Der Jasl. Ja, Acker kommt ja Die auch kommen an. nicht nach. Acker kommt nicht an Tosti vorbei.
Aha, und Hiase ist raus aus der Sekunde. Also Oh, Hiase hat eine Wahnsinns-Pace hier auf der Strecke. ja. Aber gut, im Hauptrennen gibt es die dicken Punkte. Muss man ja mal schauen. 60% vom Rennen haben wir rum. 8 Runden noch. Also knappe 20 Minuten. Ja. Hennes Willis in der Box. Schauen wir mal. Hennes, der geht jetzt auf Soft. Aber wahrscheinlich gab es da wieder einen Flügelwechsel. Ah, und die Lücke, wie gesagt, die geht bei Marcel auf. Hier geht Big M, da habe ich genau im richtigen Moment umgeschaltet. Big M vorbei. Und das wird das nächste grandiose Resultat für die beiden. Schmiede auch vorbei an Chris M. Hat der da ein Problem oder ist das? Und Acker jetzt hier Und Acker, gegen ja. Torsi außen. Cleanes Manöver. Da kriegt dann Quersteher außen. Kann das Auto aber noch abfangen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt dann zu seiner Pace wiederfindet. Krieger geht an Drago vorbei. Generalax holt sich 3 Sekunden. Spirit of Fair holt sich 3 Sekunden. Big M hier mit seinem absoluten Topspeed bremst sich rein auf die 4 vor. Aber 5 Sekunden sind zu viel für nur noch 8 Runden. Da müsste vorne schon was gewaltig passieren. Und also Hiase echt beeindruckend heute. Dass das ein starkes Team ist, für nicht umsonst in der KWM. Mit 70 Punkten. Na, knapp 20 Punkte vor. So, und Das ist echt stark, ja? im Bei Chat zwei. wird irgendwas von Fassbier geschrieben. Oh, Marcel Junot bekommt die nächste Strafe. Das ist natürlich bitter, weil da fällt er bis hinter Jaranzo. Da fällt er fast bis auf zu Mücke zurück. Ah, und das ist die Sektion, wo Acker den Abstand verkleinern kann. Und jetzt sieht man, sobald es auf die Gerade geht, geht das Delta wieder hoch. Jetzt sind es gleich 1,3 Sekunden. Also Acker braucht das DRS, um im Sektor 1 nah dran zu sein und dann irgendwie Sektor 2, 3 und dann muss er irgendwo auf den Fehler hoffen. Oder muss ein riskantes Überholmanöver machen, aber momentan sieht es nicht danach aus, als ob er überhaupt dran kommt. Aber was wir natürlich auch noch berücksichtigen müssen, ist der Reifenabbau. Im Sprintrennen dürfte der zwischen 50 und 60% am Ende des Rennens liegen. Jetzt hatten wir ein Safety Car mit drin, 3 Runden, dann ist es vielleicht ein bisschen weniger. Aber über 50% auf jeden Fall. Ja, das ist dann mit kleinen Und Flügel, also mit flachen Flügel noch viel schwieriger. ja, vor allen Dingen dann hier in diesem, schauen wir uns das nochmal aus der TV-Kamera an. Also hier, bis hierhin ist alles noch super. Die Turn 4 geht auch noch. Ab Turn 5 fängt das an. Du siehst, er kann nicht Vollgas geben. Achte mal ein bisschen auf die Telemetrie. Jetzt gibt er Vollgas und jetzt lässt er einfach, nimmt einfach nur Gas Ein weg. Hier bisschen, gibt er ja. Halbgas. Ja, wenn er hier nämlich zu weit rauskommt. Ja, hier ein bisschen auch Halbgas. Den hat er fast perfekt erwischt, die Kurve. Aber er hält seinen Abstand von 1,2 Sekunden. Und Acker lauert natürlich nur auf den Fehler dahinter. Er wartet nur auf den Fehler, ja. Aber wenn dieser Abstand so bleiben sollte, dann wird Hiase hier, denke ich, tatsächlich 2 Zehntel pro Runde gut machen und dann hat er irgendwann den Abstand, dass er dann auch nicht mehr letztes Risiko geben muss. Jetzt sind wir schon bei 1,6 Sekunden fast. Und du siehst, Acker verliert Zeit. Also wir schauen mal, Hiase Top Speed 2,95, ja, Acker ungefähr 5 km langsamer. Generalax holt sich die schnellste Runde mit 1,44,956. Ja, und ich glaube, Acker kommt da nicht ran. Locke jetzt ziemlich nah. Ja, schalten wir gleich hin. Nochmal Topspeed. Du siehst es, 303 km/h und Acker kommt auf 2,97. Also, und dann wird es natürlich noch schwerer. Big M kommt näher ran an Tosti. Also, wow, das könnte sogar ein Doppelpodium werden. So, was macht Schmiddi hier hinter Marcel Junot? Aber Marcel Junot die Strafen. Schmiddi setzt hier zum Überholmanöver an. Gehen wir kurz auf Marcel Junot. Der hält rein. Lassen sich beide schön Platz. Innen, da kann er aber die Linie. Doch, hat er super gemacht. Kann er halten, aber jetzt. Mit mehr Schwung
am Exit und jetzt steckt er einfach ein Stück zurück. Genauso funktioniert sie auch. Nimmt den Körper ein bisschen weit innen und jetzt hat er eine schlechte Linie gehabt und deswegen sieht man sofort, wie der Abstand größer wird. Ah, hier auch noch mal ein bisschen zu weit raus auf den Körb gekommen. Ja, Ranzo nach ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang macht sich auch ganz gut hier auf P9 liegend. So, und vorn, es ist genau das wieder eingetreten. Beim letzten Durchgang war der Abstand hier bei 1,3 Sekunden. Jetzt sind wir bei 1,4, 1,5. Jetzt geht's wieder hoch. 1,7. Ja, das wird am Ende der Runde 2 Sekunden sein. Also Hiase fährt hier einen deutlich flacheren Flügel. Das erklärt sich halt schon durch den Topspeed. Und ja, er ist halt vorn. Oh, Acker mit einem richtig heftigen Quersteher. Ah, jetzt sind es über 2 Sekunden. Also Acker ist hier absolut am Limit. Und Big M kommt immer näher ran an Torsti. Also da könnte es um Platz 3. Hier haben wir nochmal diese wunderschöne Helikopterkamera am Hafen. Hennes holt sich 3 Sekunden. Oh, und Marcel tut mir regelrecht leid. Der fällt sogar bis auf P11 jetzt fast zurück, wenn es so weitergeht. Ja, Big M, nachdem er nach seinen Anfangsschwierigkeiten fährt hier tiefer 1,46er Zeiten. Schauen wir mal, was der Rest so fährt. Ah, schauen wir mal, das hintere Feld, die fahren auch 1,46er Zeiten. Schauen wir mal, was das hintere Feld so für Zeiten fährt. Ja, hier wird es dann langsamer. Das sind 1,48er knapp. So, Locke hinter Kösem und Big M habe ich weiterhin im Auge und Marcel, you know, hat davon richtig zu kämpfen. Schöner Dreier-Train. Und Big M ist gleich im Sekundenfenster von Torsi und kommt jetzt der Angriff. Da muss er nach außen gehen. Kann er die Kurve halten? Ja, kann er, muss aber zurückstecken. Versucht es jetzt innen, aber das ist kein wirklicher Switchback. Das ist einfach nur nochmal Schwung holen, um nah dran zu bleiben. Jetzt anbremsen auf die Kurve. Ganz andere Linie gewählt. Versucht hier weiter innen zu fahren, um dann von außen Schwung zu holen. Macht das sehr gut. Und da ist ein Flügel geflogen. Super. Da liegt er. Und ich glaube, ja, das war Chris Hem, der Flügel. Oder? War das Chris Hem oder war das Locke? Locke hat, glaube ich, noch alles dran. Nee, das ist Locke. Da links fehlt die Endplate. Oder rechts. Er ist doch rechts dagegen. Bei wem ist denn gerade der Flügel weggekracht? Ist es doch Chris Hem gewesen? Irgendwo ist der Flügel weggekracht. Rechts ist dran. Ich sehe das so schlecht, muss ich sagen. Oh, Wheel Banging hier zwischen Chris Hem und Marcel, you know. Aber da geht jetzt keiner mehr in die Box. Aber da ist auf jeden Fall ein Flügelteil weggeflogen. Marcel, you know, geht vorbei. Ah, Big M, jetzt ist er im Sekundenfenster angelangt. Angekommen. Aber immer noch side by side hier. Marcel, you know, Chris M und Locker auch noch dabei. Hinten geht Spirit of Fair. Dark Zen ist ihm hier hinten drauf gefahren. Da ist schon wieder ein Flügelteil geflogen da hinten. So. Also irgendeiner hat hier einen Flügelschaden. Macht, was er wollt. Ich sehe noch Da, nichts, doch, aber da doch, rechts. Da rechts bei Marcel You Know fehlt der Flügel. Rechts, die bei Endplate. Marcelio, da habe ich noch nicht geguckt, okay. So, Big M Ja, jetzt stimmt. hier auch gleich in Angriffsposition Richtung Torsti. Die 3 Runden sind es gleich noch. Hiasel vorne, wenn er keinen Fehler macht, denke ich, dann dürfte die Nummer durch sein. Chris Sam geht hier vorbei und Locke gleich mit. Geht das gut? Und schau dir mal an, durch den Flügelschaden von Marcel, you know. Ja, Ranzo war 3 Sekunden zurück, als der Flügelschaden entstanden ist. Der ist jetzt dran. Big M jetzt auch ganz nah dran an Ja, Torsti. dass die beiden, die Dreier- und Vierer-Duelle, ja, oh, hier muss er richtig abbremsen. Dadurch kommt Schmiddi gleich mal 3/4 Zehntel ran. Ja, ran so vor Bayern-Masse, you know. Vor auf die 8.
So, und Big Ey. M greift hier an. Berührung. Da war ein Stück zu weit rechts. Nochmal Berührung. Außen und auf P3 vor. Oder, naja, immer noch nicht. Torsti außen. Aber Torsti steckt zurück. Das hat er gut gemacht. Oh, kriegt hier, trifft die Kurve hier nicht sauber. Dadurch Schmiddy jetzt auch unmittelbar dran. Der wittert jetzt morgen Luft. Also Podium ist noch nicht entschieden. Marcel, you know, jetzt doch in der Box. Hat's gemerkt, das macht keinen Sinn. Geht auf die schnellste Runde. Krieger hier hinter Mücke, um auch mal ein paar andere Fahrer zu zeigen. Marco. Schmiedi ist auch ganz nah dran. Ja, aber ich kann keine anderen Fahrer zeigen. Und Schmiddy, ja, deutlich besseren Exit. Aber, wie gesagt, kannst mal nicht eben auf den Knopf drücken, dass die Batterie zugeschaltet wird, die 160 PS extra. Das ist hier nicht. Das heißt, es kommt hier noch mehr auf den Fahrer an als sonst. Aber natürlich absolutes Traumresultat für Dams. Jase auf der 1, Big M auf der 2, Schmiddy gegen Torsti. Oh, Schmiddy surft auf den Körb, verliert Momentum. Chris Hem hier hinter Locke immer noch und Jaranso, wie gesagt, hat sich auch mit dazu gesellt. Und dahinter kommt auch Mücke und Krieger noch mit ran. Also, das könnte hier, wenn es so weitergeht, na, ist die Frage, ob Mücke das halten kann. Jaranso schaut sich das von hinten erstmal an. Oh, der Krieger berührt. vorbei, aber das ist schlecht, weil er ist ja Krüger schon gegen der ist ja Mücke. Ja, dadurch werden die keinen Abstand verringern nach vorn. Und Schmiddy immer noch nicht vorbei. Torsti hält's noch. So, dafür Sam Chris ist vorbei. Sam gegen Locke und Krieger jetzt doch an Mücke vorbei. Der Van Amersfoort-Pilot. Sein Teamkollege ist auf der 7. Krieger gegen Mücke. Wer steckt hier zurück? Krieger hat die Nase vorn, kriegt die Kurve auch. Mischen nach außen getrieben wurden in der Kurve. Ah, und in der Kurve, man sieht es halt wunderbar, die Fahrer geben nicht Vollgas, nur ganz minimal Gas. Um ja nicht zu weit rauszukommen. Dafür kann man hier wunderschön die Kurve innen nehmen. Ah, auch zu weit rausgekommen. So, Chris Hem, das scheint durch zu sein, die Nummer. Mit 18. Aber kann Jaranzo noch auf P7 springen und kann Schmiddy noch auf P4 springen? Und auch Hayes Surprise gegen Holger, Mücke gegen Krieger, das ist alles noch nicht durch. Und schau dir das mal an. Die kommen jetzt hier alle zusammen. Locke lässt gerade ein bisschen abreißen zu Chris Sam. Hat dafür jetzt drei andere hinter sich. Wenn er wieder reinfährt. Und Torsti holt sich die Torsten, Zeitstrafe. 3 Sekunden. Oh, ja, da gewinnt Schmiddy den Platz kampflos. Und jetzt geht's in die letzte Runde. Und Jasel legt hier eine Wahnsinns-Pace. Gut, Acker ist jetzt mal 2,5 Zehntel schneller gewesen. Nee, war nicht. Echt, also Wahnsinn. Und ja, ran zu. Oh, Quersteher am Ausgang in Turn 27. Da kann Locke wahrscheinlich gleich kontern. Schmiedi vorbei an Torsti. Ja, bin ich gerade drauf. Und Schmiddy, diesmal hat er es geschafft. Locke gegen Jaranzo. Locke kommt wieder vorbei an Jaranzo. Und Mücke ganz nah. doppelter Switchback von Jaranzo. Side by side. Da hat Jaranzo mehr Exit Speed. Und sie gehen zu zweit durch Turn 4. Und das ist sauber. Was für ein Überholmanöver. Konter in Turn 5. In die 6 rein. Immer noch Side by side. Und jetzt was für ein Racing. Jaranzo hat sich durchgesetzt. Locke Mücke jetzt ganz dicht dran. Krieger ganz dicht dran. Viererkampf jetzt. Wahnsinn, die sind tatsächlich durch die komplette S-Sektion fast bis auf die letzten zwei Kurven side by side durch. Locke gegen Jaranzo. Jaranzo hat die Innenbahn. Kann hier halt, jetzt muss Locke aufpassen, dass er den Platz nicht gegen Mücke verliert. Das kann er aber halten. Wir müssen vor zu Hiase. Na, noch ist er nicht auf der Start und Ziel. Aber hier alles dicht an dicht. Also hier kann sich alles noch verschieben.
Torsti Boah. muss aufpassen, dass er nicht noch eine Sekunde auf Chris Hem jetzt verliert. Er verliert richtig Zeit. So, jetzt gehen wir vor Jetzt gehen wir vor. auf den Sieger des Sprintrenns, der Hiasel für Dams. Herzlichen Glückwunsch, Arca auf der 2 für Campos. Big M nach ein paar Anfangsschwierigkeiten starkes Rennen gezeigt auf der 3. Damit hat Dams ein super Resultat gut. Schmiddi geht auf die 4, hat auch ein paar Schwierigkeiten. Dann starkes Rennen zum Schluss. Thorsti auf der 5 wird auch bleiben. Quissam auf der 6. Jetzt kommt die Kampfgruppe hier. Und Ganz oh, knapp. Krieger, 66.000 dahinter. So, jetzt Ganz gehen wir knapp. mal ein paar Fahrer, die wir gar nicht drin hatten, weil es einfach vorne super spannend war. Drago auf der 11. Also Locker auf der 8, Jaranzo auf der 7, Mücke auf der 9, Krieger auf der 10, Drago auf der 11, Hayserpa ist 12, Holger 13, Marcel, you know, großer Pechvogel auf der 14, kommt da ein und holt sich noch die schnellste Runde wenigstens. Das hat noch geklappt. Spirit of Fair geht aber noch vorbei wegen der Strafe. Darkzen auf der 16, Hennes auf der 17, der fährt jetzt schon Schlangenlinien, der hat wahrscheinlich jetzt schon Bier. Jetzt fährt er doch nochmal, jetzt fährt er ganz außen. Generalax kommt auf der 18, der wackelt auch hin und her. Ist jetzt über die Linie. Auto DNF setzen hat nicht ganz geklappt, würde ich sagen. So, und auf der 19 kommt der Marco Toldo und Steve ist leider ausgeschieden. Und wir haben jetzt knappe 12 Minuten Pause. Und dann geht's weiter. Also Punkt 21 Uhr soll Start sein. Ja, Steve, da kannst du noch mal in dich gehen, knapp 12 Minuten. Wie deine Strategie aussehen wird, wie du das Rennen bestreiten wirst und ob du weiter als Turn 1 kommst. Tut mir leid. Ja, Adrian, dein Fazit zum Rennen? Ja, sehr spannend war es. Super, interessant, schön zum Anschauen. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich im Prinzip, ich glaube nur ein Safety Car, oder? Ja, reicht ja auch. Zwei, ein. Also, Ja. vielleicht kann der liebe JMK oder jemand anders mal eine Umfrage reinstellen, ob er Steve es weiter als Kurve 2 schafft. Aber gut, da bleibt er Können wir wahrscheinlich gleich. stehen am Start. Ja, Hiasel auf jeden Fall hier ganz klar gewonnen. Souveräner Sieg für ihn. Starkes Rennen von ihm. Völlig verdient gewonnen. Und man sieht's, Dams macht richtig Punkte. Aufpasse, sagt er. Aufpasse. Auf wie viel Dezibel soll ich denn den Bass drehen? Uff, drehe. Okay, sei es wie es sei, ich gehe kurz eine rauchen, hole mir was zu trinken und in ein paar Minuten, ich denke so, ja, 3, 4 Minuten vor Rennstart bin ich wieder da. Bis dahin dann. Schließe mich an. Alles klar, bis gleich, Adrian. Alles klar, bis gleich, Adrian. Bis gleich.
So, auch den lieben Marcel begrüßen wir im Chat, im Stream. Bei seiner Rückkehr auf die große Bühne. Und danke Was war denn mit ihm vielmals los? für den Prime Sub. 17 Monate. 17 Monate. Was, wen meinst du? Was Mit meinst du? Marcel. Das hatte, glaube ich, persönliche Gründe, warum er ausgesetzt hat. Achso, okay. Also hat er sich nicht drüber ausgelassen, muss er auch nicht. Nee, das Aber ich stimmt. freue mich, dass er wieder Da hat da er auch ist. nicht. Vielleicht sieht man ihn ja öfters. Auch ein starker Fahrer. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, schau dir mal die beiden Typen da Schau dir mal die oben beiden über Typen da dem oben über dem DHL-Schild an. DHL-Schild an. Ich sehe nur einen. Der Nee, jubelt schon die das ganze sind Zeit. zwei. Das sind zwei, neben der Frau da. Zwei neben der Frau da. Geh mal So, aufs ich sehe nur einen. dritte Fenster von rechts Dritte ist noch Fenster von einer. rechts ist noch Ganz einer. rechts ist einer Ganz rechts und ist einer. drittes Fenster Drittes von Fenster rechts von ist einer. rechts. Und noch ein paar Ah, Fenster da weiter hinten, hinten ja. ist noch einer. Ja, du musst nach rechts gehen, nicht nach links. Das sind, wenn ich es richtig sehe, 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die da jubeln. Ja, ganz hinten sind noch zwei, Generalax sagt es Zwei gerade. Generalax sagt's gerade. Und die scheinen sich Ja, die abgesprochen zu scheinen sich haben. Alles abgesprochen zu haben. Geschwister, ja, kommen alle aus dem Saarland wahrscheinlich. Ja, naja, nix, ich habe Naja, nichts gesagt. nix. Ich habe Ich weiß nicht, welche nichts Fahrer gesagt. von uns aus dem Welche Saarland Fahrer kommen. von uns aus dem Saarland kommen. Aber ja, das sieht, also diese Aber Animation, ich bin da immer sehr begeistert von und irgendwie müssen wir ja die Zeit rumbringen. So, jetzt kriegen wir gleich das Hauptrennen. Und da wird der Big M auf der Pole stehen. auf der Pol stehen. Und mal schauen, ob er es diesmal leichter hat. Diesmal leichter hat. Hatte ja in Bahrain, gab es ja In so ein Bahrain gab es bisschen ja so Kollision am ein Anfang. Anfang. Ja, Baden-Württemberg ist doch ein Also ganz nettes Bundesland. Außerdem ist es falsch geschrieben. mein Favorit wäre ist der Hiasel, glaube ich. Also wenn Du der sagst, Hia das Hiase so ist hinbringt, dein Hiase ist hier Favorit. Favorit. Also Ja, ich sag, das was ich sage. ich weiß halt nicht, welche Ich weiß Taktik halt nicht, Dams welche Taktik anschlägt. Dams anschlägt. Max auf die 1, naja, dann sind wir ja mal gespannt, ob das wirklich so ist. Wir warten alle ganz Wir gespannt warten auf alle das ganz gespannt auf Go-Zeichen das von der Rennleitung. Go-Zeichen von der Rennleitung. Es ist 21 Uhr. Hier kam auch der Hinweis nochmal in der Gruppe. Das Hauptrennen der F2-Serie startet jetzt gleich. Nein, Max Verstappen will keiner. Ja, kein Regen geplant. Da kommt das Go. Das heißt, in den nächsten 30 Sekunden sollte es auf die Strecke gehen. Sollte es auf die Strecke gehen. Dann gibt es die Einführungsrunde. Mit den Streckenbedingungen Einführungsrunde. sollten sich alle Fahrer jetzt vertraut gemacht haben nach Fahrer dem jetzt vertraut Sprintrennen, gemacht haben außer nach dem Steve Sprintrennen, vielleicht nicht, außer weil der ist Steve ja vielleicht quasi nicht, nur weil der anderthalb ist ja Kurven weit quasi nur gekommen. anderthalb Kurven weit gekommen. Drücken wir ihm natürlich die Daumen, dass es jetzt besser läuft. Drücken wir Drücken wir ihm natürlich natürlich allen allen Fahrern Fahrern die die Daumen, Daumen, dass dass es es besser besser läuft. läuft. Dass Dass alle alle durchkommen, durchkommen, dass dass es es keine keine Kollisionen Kollisionen gibt, gibt, dass dass wir wir einfach einfach faires, faires, hartes hartes Racing Racing sehen. sehen. So, So, da da sind sind wir. wir. Und Und jetzt jetzt die die Spannen. Spannen. Nee, Nee, jetzt jetzt kommt kommt erstmal erstmal eine eine Einführungsrunde. Einführungsrunde. Kein Kein Stress. Stress. So, So, schauen schauen wir wir mal, mal, was was ist ist bei bei den den Reifen Reifen los? los? Und Und es es gibt gibt genau genau eine, eine, der der auf auf Soft Soft startet startet und und das das ist ist Torsti. Torsti. Alle Alle anderen anderen starten starten auf auf Medium, Medium, also also die die Hauptstrategie Hauptstrategie wird wird gefahren. gefahren. Und Und Drago Drago und und Mücke, Mücke, DNF, DNF, Spirit, Spirit, Toldo, Toldo, was was ist ist denn denn da da los, los, Jungs? Jungs? Was Was macht macht ihr? ihr? Gleich Gleich mal mal vier vier Leute, Leute, ja, ja, die die haben haben jetzt jetzt alle alle ganz ganz viel viel Zeit Zeit auf auf der der Startlinie. Startlinie. Können Können sich sich noch noch mal mal austauschen, austauschen, noch noch ein ein Latte Latte Macchiato Macchiato oder oder ein ein Cappuccino Cappuccino vielleicht vielleicht trinken. trinken. Die stehen noch auf der Startposition, oder? Ja, naja, die werden ja zurückgesetzt auf die Startposition. Ah, okay. Es ist halt, wenn dir einer reinfährt, wirst du disqualifiziert und der wird disqualifiziert. Das sehe ich so komischer. So, also. Die ersten vier sind ein bisschen schneller weg. Dahinter ist eine kleine Lücke hinter Quissem. Heranzo macht die Reifen wahrscheinlich anders warm. Hier ist es wieder ein bisschen enger zwischen Marcel Junot und Hennes. Steve auf der 11, Auf der auf den Elf, werden wir ein auf den Augenmerk werden wir ein haben. Augenmerk haben. Tagzen. Tagzen.
Krieger, Hester Price, General Axe TV und Holgra auf der 20. Ja, wird natürlich dieses Jahr für Team Campos schwer, insbesondere wenn man jetzt Dams, die haben halt letztes Jahr gar keine Rolle gespielt, dieses Jahr super starke Fahrerpaarungen. Da sind wie gesagt auch meine Favoriten für die KWM, bleibe ich bei und wurde auch jetzt im ersten Rennen schon wieder bewiesen. Mit 1 und 3, da haben sie schon wieder richtig gut Punkte gemacht, müssten jetzt schon fast 100 Punkte haben. Und bei uns fängt es draußen an zu blitzen. Genau wie gestern oder heute Nacht. Ja, es ist ein ziemliches Unwetter unterwegs. Ja, das liegt halt an dem Wetter. Morgen ist es nicht ganz so warm. Morgen wird es bei uns in Berlin 27 Grad Maximalwert. Heute waren es 32. Das ist dann eigentlich schon fast zu warm wieder. Und es ist halt ziemlich, ja, drückend. Also gestern fand ich es noch schlimmer als heute, muss ich sagen. Du wohnst in Eberswalde. Ja, du bist ja nicht Also so weit ich. weg. Nein, du musst auf den Chat achten. Ich habe mein Handy nicht, das hat seinen So, Grund. ich guck mir den Start von Hiyase an. Wo gehst du hin? Adrian. Na? Ich gehe auf Steve. Ja, Ranzo trifft Ich schau mal, die ich schau mal. Startbox nicht. Moin Imperio, der große verdiente Sieger gestern von der 50B. Ja, Fiat Panda, das, was in Hellersdorf scheint gefühlt die Sonne. Willst du mich veräppeln? Du bist ja keine 5 Kilometer von mir weg. So, auf jeden Fall, ich guck, was Hiyase macht. Ah, der gibt hier Vollgas. Ne, 70%. Und. Ja, Acker natürlich wieder einen alles überragenden Start. Das ist einfach sein Vorteil, den er da hat. Geht sauber in Kurve 1. Schmidi hier neben Hiyase steckt hier zurück. Hiyase hält die Position. Locke hält die Position. Chris Sam Jaranzo verliert die Position gegen Torsi. Der ist auf den Softs unterwegs. Der muss nachformen. Eieiei. Oh, da ging Wir sind einer schon mit Steve und weit. Hennesville. Eieiei. Marcel, you Und know, wir gelb, haben sechs Grad. gelb, das war weiter hinten. Aber ansonsten lief der Start clean up. Oh, da geht Steve weit. Nochmal ein bisschen auf den Curb. Aber deutlich weiter als Kurve 2 gekommen und kann jetzt erstmal beruhigt ins Rennen einsteigen. Und Torsti Hat einen vor super auf. Start gehabt. Und Torsti vor auf die 5. Heran zu eine Position verbessert. Von Acker an Big M vorbei, aber das war eigentlich fast zu erwarten. Mal schauen, ob Acker jetzt das gleiche machen kann wie in Bahrain, dass er einfach nur wegfahren kann. Aber ich. Und Hiyase hat hier auch schon ein bisschen Rückstand, muss ich sagen. Ich mache jetzt mal das Intervall wieder an. Und die Reifen machen wir aus dafür. Damit wir hier ein bisschen mehr sehen. Ah, und Hiyase. Na gut, jetzt kommt er wieder mit seinem Ultra Top Speed an auf der Geraden. Das siehst du gleich wieder. Ah, diesmal noch nicht ganz so. Da ist der Windschatten. Oh, Big M. Ja, der fährt auch einen super flachen Flügel. Der schießt hier an Acker. Marcel, you know, hier an Chris. Sam Mücke guckt sich das Ganze. Ich schaue mir das mal Ui. aus Mückes Perspektive an. Oh, wer geht denn da ganz weit? Oh, und fast die Wand berührt. Von Marcel, you know. Aber alles gut gegangen. Und wir gehen auf die Aber versucht er sehen? Übertragungskamera. Ne, da Chris steckt er Hemm. noch zurück. Hinten gibt es dann doch eine Boxenstopps von Hastepice und Spirit of Fear. Die werden jetzt dann gleich auf Softs gehen. Und dann zum Schluss nochmal auf die Mediums, denke ich. Ja, und Acker kann sich, wie das zu erwarten war, von Big M nicht absetzen. Eigentlich müsste. Steve ganz nah an Hennesville. Also jetzt war Ja. ganz eng. Ja, Aber lässt ein bisschen das und. Gas weg. Oh, Oh, und jetzt. Hennes mit einem dicken Fehler und das nutzt Steve sofort aus. Schön gemacht. Hat den Fehler des Gegners sofort ausgenutzt. Ja, und die Lücke reißt ab Jaranzo auf. Und Hiyase verliert auch Zeit auf Big M und Acker. Vielleicht hat Acker auch nochmal was an den Fahrzeugeinstellungen verändert, an der Bremsbalance oder ähnlichem. Das weiß man nicht.
Und Torstis. Markus, Marcelio, no, Mücke. Ja, da bin ich drauf. Die fahren hier schön side by side, aber das geht problemlos. Da geht Mücke wieder vorbei. Vorbei. Und Und vorn Acker versucht wegzukommen. Gleich ist das DRS aktiv, aber hier, wenn Big M hier dran ist, wenn Mark hier dran ist, dann hat Acker da keine Chance. keine Aber Chance. vorbeikommen ist eben auch noch nicht gesagt. Und Hiasu überrascht mich ein bisschen, dass er dann doch nicht so mithalten kann. Schmiddy aus dem Sekundenfenster, der kriegt jetzt Druck von Torsti auf den Softreifen. Auf den Softreifen. Acker Ja. mit der schnellsten Runde, Ja. 1:45.572. Ja. Und der ist Und an Torsti vor greift hier noch Torsti nicht an, steckt hier an. nochmal zurück. Ja, er muss die Soft, solange sie am Leben sind, muss er sie zum Arbeiten bringen. Und Schmiddy kommt auch nicht ins DRS rein. Hinten geht Locke an Krieger vorbei. 5 Sekunden vom Für Marco Polder. Toldo wegen Rasen in der Boxengasse. Boxengasse. Aber Locke und Krieger, das war ein abgesprochenes Manöver, gehe ich von aus. Ah, hier ist auch richtig schön eng bei Generalax, Holgra. Drago geht hier sehr weit in der Kurve, verliert da ein bisschen. Ja, und Hiase versucht verzweifelt ranzukommen, schafft er aber derzeit nicht. Und Big M bleibt dran, auch aufgrund des DRS. Ja, und jetzt hat sich's erstmal ein bisschen auseinandergezogen. Am spannendsten ist es tatsächlich bei Locke und Generalix, ja. Hennes oder Torsti und Schmiddy. Ja, und Schmiddy könnte vielleicht eher noch die Chance haben, an Hiase ranzukommen, aber jetzt sind es auch wieder 1,1 Sekunden. Jetzt Generalix ganz nah am Krieger. Ja, aber das ist vor der Kurve, da passiert nichts. Das ist dieser Vierer-Trupp Ah, der hier. Exit ist da super. Ja, DRS ist jetzt auch aktiv. Da könnte es Aha. jetzt zum Angriff kommen. Ja, da wehrt sich Krieger auch gar nicht, weil es gar keinen Sinn macht. Big M, neue schnellste Runde, 1:45. Locke hier an Hennes. Hennes kontert auf der Außenbahn. DRS aktiv. Und geht vorbei. Krieger in die Box. Weil das wäre ein sehr früher Stopp. Das kann eigentlich fast wieder nur ein Schaden sein. Ja, und Hiasel verliert vorn weiter Pace. Und Schmiddy kämpft verzweifelt um die Sekunde. Jetzt ist er drin. Torsti ist dran. Abjaranzo reißt die Lücke richtig auf. Nein. Er hat Nee, einfach. Krieger hat nur Reifen gewechselt, ja. Krieger hat nur Reifen gewechselt. Darkson auch in der Box gewesen. So, an der Spitze Mücke, weiter. jetzt ganz nah. Na, 7 Zehntel ist in der F2 nicht nah. Ja, Mücke, Mücke. Ach, Mücke. Ja, okay, Mücke Ja. auf P8. Naja, 3 Zehntel, das ist Standardabstände, würde ich sagen, in der F2. Aber, oh, ganz schlecht die Kurve. Hey. Ja. So, und hier Ranzo zieht jetzt den ganzen Zug hinter sich. Chris Hem, Mücke, Marcel, you know, Locke gegen Hennes. Erneutes Überholmanöver jetzt. Ah, da muss er die ganz schlechte Linie nehmen. Und deswegen muss er dann erstmal zurückstecken hinter Acker zwei Locke. Zehntel hinter Big M. Ah, da wurde Big er M ist überholt, ja. vorbeigegangen. Ah, sowas musste mir Aha. eher sagen. Das ist noch nicht vorbei. Ja, aber. Uiui, Boah, Berührung. Kollision bei den beiden. Bei den beiden. Da hat Acker ganz schön reingehalten. Schön reingehalten. Und wieder zurückgetauscht. Ja, Ranzo gegen Chris Sam. Und direkt dahinter ist dann auch Mücke. Side by side auf Turn 4 zu. Ja, Ranzo geht kurz vorm Gas. Oh, da verbremst sich Chris Sam. Deswegen ja, Ranzo jetzt hier unmittelbar dahinter dran. Gibt es jetzt hier gleich den Konter?
Ja, und dadurch, dass Acker und Big M sich ein bisschen bekriegt haben, ist der Abstand wieder auf 2,1 Sekunden runter. Und Schmiddy kann sich jetzt erstmal im DRS halten. Und Torsti ist da auch gleich dran. Also hier könnte es jetzt gleich einen schönen Dreierkampf geben. Wenn denn Torsti es auch Oh, schaffen sollte. ja, Ranzo ist. Oh, und Quersteher von Mücke. Jetzt Ja. ist Marcel vorbeigekommen. Jetzt macht er Und geht direkt noch an Druck Jaranzo an vorbei. Oh, Jaranzo, Side by Side, aber da wird. Oh, und Big M nur Nummer Switchback 3. Jaranzo hat sich vertan in der Kurve. Jetzt kommt die Gerade von Big M und Acker. Ja, Alles jetzt. klar. Oh, Big M ist sehr nah Ah. dran. Jetzt mit der, es sollte es, ja, obwohl 3,5 Zehntel, weiß nicht ganz, ob das Ja, ist mit reicht. der letzten Verkurve ein bisschen verloren. Er geht nach außen, Acker bleibt. Kommt er, jetzt kommt der Oh, und Switchback da hinten. nach innen. Oh. Überraschungsmanöver. Oh, und da gab es die Berührung und das war die Schuld von Big M. Da ist er Boah, zu Glück gehabt. sehr in die Kurve rein. Ja, da hat er versucht, den Ja, Überraschungsmove zu machen. Ist jetzt auch aus dem Jaranzo in der Box. Sekundenfenster raus. Jaranzo in der Box. Schauen wir mal, was das wird. Kleine Hat der. Flügel. Ja. Flügelschaden, ja. Da Flügelschaden, das erklärt dann auch, warum er so viel verloren hat. Hat dann entschieden, es macht irgendwann keinen Sinn mehr. 21 Runden auf Softs ist natürlich übel. Schmiede jetzt ziemlich nah an Hiersal, Hiasel. Ja, genau, Hiasel, richtig. Ja, Hiasel, aber Hiasel kann nicht ganz die Pace gehen vom ersten Rennen. Nee, leider. Zu Also, viel Gewicht vielleicht nur. Ich na, weiß nicht. zu viel Gewicht, wieso zu viel Gewicht? Wegen 7 Runden mehr Tank. Ach, deswegen. Ja, das kann natürlich sein. Du meinst, weil jetzt das Auto schwerer ist, dass er dann damit Probleme hat. Das kann natürlich Ja. sein. Und Big M hat sich wieder reingekämpft. Also Big M hat hier wirklich. Also sowieso, die Dames haben hier eine absolut kranke Pace. Aber Schmiddy macht das hier auch super. Oh, geht hier weit über den Curb in der Kurve. Verliert da gleich mal eine halbe Sekunde. Sieht man auch. So, 7 Drago Zehntel. jetzt 3 Zehntel an Holgra, 2 Zehntel. Aber macht Ja. ganz vorsichtig. Ja, hat die Kurve sehr Oh, vorsichtig jetzt beim genommen, aber Exit. Ah, Holger hatte keinen schade. guten Exit in der Kurve. Dafür Locke dann. ganz nah Dafür an dann Steve. Drago. Locke Und super jetzt Exit. mit Ui. der S hinter Steve. Das könnte funktionieren. Verliert aber sogar noch Zeit. Ne, das funktioniert nicht. Das wird nichts mehr. Weil Steve auch das DR ist davor. Chris Hem und Marcel, you know, hier side by side. Und Chris Hem hat sich durchgesetzt. Vor auf die 6. Schmiddy, ja, Oh, Hiasel hat wieder ui. ein bisschen Zeit verloren. Marcel, you know, gegen Chris Hem. Und Chris Hem steht in der Wand und da donnert einer direkt rein. Das war. Das war Der Chris nichts. Das war Hemmer. Steve. Steve ohne Flügel komplett, der hatte da keine Chance. Oh, bitter, 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 bitter. Und Chris Hem kann sich jetzt erst zurückdrehen, richtig viel Plätze verloren. Oh, Ja, der ist blinkend das. an die Wand gekommen und Ja, er dann hat sie, rechts und da war scheinbar irgendwie oder gedreht links. und dann kam da Steve und der konnte nichts machen. Oh, was ein Pech für ihn, nachdem es eigentlich ganz gut lief in dem Rennen bisher. Aber kein Safety Car, kein Aber. virtuelles Safety Car, gar nichts. Weiter geht's. Hiase jetzt wieder eine halbe Sekunde aufgeholt und Big M hat jetzt den Anschluss an Acker verloren. Bin mal gespannt, ob er dann eventuell den Undercut machen wird. Also ich denke so Boxenstopps Runde 13 bis 15, Runde 13 bis 16 vielleicht. 12 Runden kann man durchaus auf den Softs fahren. Das sollte nicht das Problem sein. Krieger ziemlich nah jetzt am Spirit of Verstappen. Du weißt ja gar nicht, ob damit Verstappen gemeint ist. Ah, nee. Deswegen sage ich Ich Spirit of denke es Fair. mir. Ach so, wegen der 33. Ja, das kann natürlich sein. Ja, also, der ist schon länger in der. Naja. Ja gut, Max Verstappen hat die 33 auch schon länger. Ja. Hennes, ja, Steve jetzt in der Box. Also für den läuft es heute gar nicht. Der wird jetzt bis fast ganz nach hinten durchgereicht. P14, P
Und Schön 15 Schwung rum. geholt von Krieger. Ja, Krieger jetzt mit DRS, aber kommt Oh nicht Mann. vorbei. Schert er jetzt nochmal aus, probiert es wieder außen. Jetzt Bremst mit mehr später. Schwung. Ja, da hat Spirit of Fear zurückgezogen. Das hat man gesehen. Wenn er durchzieht, knallt es wahrscheinlich in der Kurve. Also So. Side by Side jetzt. Oh, das wird gefährlich. Und auch Schmiddi jetzt aus dem Sekundenfenster raus von Hiase. Ja. Jetzt bei Drago. Ui, Berührung bei Drago. Spät, Berührung bei General Alex, voll drauf. Drago. Voll Ja, drauf hier haben wir gefahren, auch eine aber nichts schöne kaputt. Kampfgruppe. Generalax, Drago, Holgra. Ja, es zieht sich gerade ganz schön auseinander. Big M versucht verzweifelt wieder ranzukommen, gelingt ihm nicht wirklich. Oh. Und Acker kann jetzt das erste Mal ein bisschen befreit auffahren. Also bleiben wir kurz im Mittelfeld. Generalax, Drago, Holgra. Da ist es am spannendsten. Da sind drei Autos innerhalb von 4 Zehntel. Aber die Reifen sind jetzt wahrscheinlich auch schon ziemlich durch, oder? Ja. Nee, 9 Runden, das sind die Reifen noch nicht durch. Die sind, Ja. nee, die sind ja im Hauptrennen, sind sie ja 20 Runden gefahren. Das stimmt Also, auch wieder. die Reifen werden vielleicht so 20, 25% jetzt haben, schätze ich mal. Vielleicht 30. Alles geht noch, alles gut. So, Generalax scheint hier den höchsten Topspeed zu haben auf der Geraden. Ja, gut, die anderen haben DRS. Da ging es bis 306 km/h. Ja, und. Vollverbremser von Drago. Ja. Deswegen Holger jetzt sehr nah dran und Drago jetzt auch fast aus dem Sekundenfenster gleich raus. Kann sich natürlich die nächsten Kurven gleich wieder ändern. Locke jetzt ganz nah an Mücke. Locke Und gegen der Mücke, holt ihn jetzt, glaube ich, auch. das geht auch schon mehr Runden. Setzt sich jetzt hier außen hin auf der kurzen Geraden. Vor der Steilwandkurve immer noch außen. Oh ja. Ah, immer noch Side by Side. Oh, fährt hier richtig weit außen. Kommt hier mit richtig Schwung. Klasse Überholmanöver von Locke. An Mücke vorbei. Ja, das war ein starkes Überholmanöver. Oh, super. Oh, gegen die Wand. Ja. Ganz leicht die Wand Mit berührt. dem Reifen Glück hinten gehabt. rechts. Das ist nicht so schlimm. Und kann das hier trotz DRS für Mücke auch wirklich gut halten erstmal? Scheint hier den höheren Topspeed zu haben. Schauen wir mal, wie es jetzt auf der nächsten DRS-Geraden ist. Ab wann greift das DRS? Ist jetzt aktiv? Ah, hier kommt er Jetzt besser zieht er sich ran, ran, aber. ne? Ja, aber er zieht sich nicht so Ja, ran, doch, doch. dass er angreifen kann. Das reicht nicht. Das waren nicht mal 2 Zehntel, die er da jetzt gut gemacht hat. Ja, ich quetschte ja, schade. Aber trotzdem Ja, gut. aber der Exit von Locke war auch nicht so gut. Und jetzt kommt jetzt der Angriff. Wir schauen in die Perspektive von Locke, Mücke außen und vorbei. Da nimmt er auch den Körper ein bisschen heftig mit. Sauberes Überholmanöver und vorbei auf P7 wieder. Aber das geht hier wahrscheinlich noch ein paar Mal hin und her. Schmiddi hat sich inzwischen wieder, ich wollte es gerade sagen, reingekämpft in die Sekunde, ist jetzt wieder raus aus der Sekunde. Hiasel bleibt bei 1,5 bis 1,7 Sekunden. Hier Ranzo fährt die schnellste Runde mit einer 1,45,396. Das wird noch deutlich schneller gehen. So. Dann schauen wir mal ein Stück nach hinten wieder. Hey, Surprise hier auch nah hinter Kösem. Er hat schon wieder verloren. Jetzt geht Locke vorbei vielleicht. Ja, und hier kommt der Angriff jetzt von Hey, Surprise auf der Außenbahn, aber da steckt er zurück, um innen mit mehr Schwung ranzukommen. Das funktioniert aber nicht wirklich. Jetzt ist er innen. Jetzt hat er die bessere Linie. Krieger hat mehr Geschwindigkeit auf der Außenbahn. Quatsch, Kösem meine ich. Und alles so geblieben, wie es ist. Jetzt kommt das DRS gleich aktiv. Kommt jetzt der Angriff. Der kommt schon vor dem DRS, denn das wird jetzt aktiviert. Und da zieht er deutlich vorbei.
Vorn geht Locke wieder an Mücke vorbei. Die sind hier Side by Side in Turn 27, lassen sich hier Virtuelle schön Safety Platz. Car. Und wir haben ein VSC auf der Strecke. Torsti ist in der Box, wechselt jetzt seine roten auf gelb. Ja, macht er auch richtig Ja, gut. macht er auch richtig Ja, gut. wie ich sagte, 11 Runden, 10 Runden. Deswegen. Ja, 16 Runden wäre für die Softs vielleicht ein bisschen viel. Ansonsten hätte man jetzt unter virtuellem Safety Car den. Kommt noch vor Hennessy Und oder wir haben was? Safety Car. Und wir haben Safety Car. Safety Car. Und jetzt Und werden jetzt sie werden alle sie in die alle Box reinmarschieren. in die Box reinmarschieren. Ah, das ist super für Torsti jetzt. Eigentlich. Ja, aber eigentlich darfst du unter virtuellem Safety Car keinen Stopp machen. Ah, darfst du nicht, also, okay. Normalerweise müsste ihm das angezeigt werden. Ich bin jetzt Also, gerade ich bin etwas jetzt gerade irritiert, etwas dass er unter irritiert, dass VSC er unter reingegangen VSC ist. reingegangen ist. Also wir müssen Aber mal wir darauf müssen achten, mal ob darauf Torsti achten, ob nachher nochmal in die. Oh, Torsti da kracht! irgendwas war da gerade, Hennes, ja? ist da Torsti hinten drauf Irgendwas war da gekracht? hinten drauf gekracht. Warum auch immer. Warum auch immer. Torsti hat da, glaube ich, ganz langsam gemacht. Auf einmal wahrscheinlich wegen dem Delta. Und das ist natürlich bei den Wegen dem Delta, F2-Autos noch ein bisschen noch ein schwieriger. bisschen Das schwieriger. Schöne an dem Safety Car Und ist, der Flügel das zieht sich jetzt vom alles zusammen. vom Hennes ist der Flügel auch kaputt jetzt. Ja, Hennes Super. ist Torsti hinten drauf gekracht. Ich weiß aber nicht warum. Lohnt sich Hat jetzt. Glück, dass er jetzt in die Box kam. Also ich gehe davon aus, dass Fehlt die das rechte Spitze. Endplate. Ich gehe davon aus, dass die Spitze jetzt in die Box geht. Oh, guck dir mal auf der Karte an, wie zersplittert das Feld ist. Splittert das Feld ist. Das sind ja richtig, das sind Riesenabstände. Riesenabstände. Ah, was macht Aber Hiasel? Der schade. muss normalerweise draußen bleiben. Er verliert viel zu viel Zeit jetzt bei dem Stopp. Zeit jetzt bei dem Stopp. So, jetzt sind die ersten in der Box. Mal schauen, ob er vorbeikommt, der Torsti. Aber ich glaube, das reicht nicht mehr. Nein, 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 nein. Ist doch Zu schon, weit weg. nein, ist schon reduziert von der Geschwindigkeit her. Das wird nichts. Acker ist jetzt fertig mit seinem Stopp. Oh, wird kurz aufgehalten vom Dams. Aufgehalten vom Dams. So, jetzt Big M und jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Ja, der eine bleibt draußen, Ja, das klar. jetzt Und ist Hiase, jetzt werden die Mücke. Reifen weggeräumt. Jetzt kommt Hiase und damit verliert Hiase die Position gegen Schmidti. Oh, Torsti geht jetzt auch vorbei. Mann, wie viel? Ja, Torsti geht auch vorbei. Marcel Junot geht Marcel vorbei. geht Also vorbei. da hat er. Da hat er Ja, das das ist das Problem Problem mit mit dem dem Double Double Stack. Stack. Ich Ich glaube, glaube, wenn wenn er er nächste nächste Runde Runde reingegangen reingegangen wäre, wäre, wäre wäre vielleicht vielleicht sogar sogar sinnvoller sinnvoller gewesen, gewesen, weil weil das das Feld Feld halt halt doch. doch. Ah, ich weiß nicht. Er wäre wahrscheinlich auf Safety Car schon aufgelaufen. Nee, dann muss das einfach riskieren. Genau. So, alle anderen jetzt auch in der Box soweit durch. Hier wird nochmal ein Flügel getauscht von Drago. Hey, Surprise muss warten. Ja, das kostet jetzt richtig Zeit. Na klar, wer Track Position hat, hat Vorrang in der Box. Gut für Jaranzo, der früh gestoppt ist, der jetzt auch sich wieder ranarbeiten kann. So, Mücke, Campos auf 1 und auf 2. Und da hat Acker natürlich einen super Wingman, seinen Teamkollegen. Und ich bin gleich wieder da, weil das Safety Car fährt mindestens noch die Runde und wahrscheinlich nächste Runde auch noch. Bis gleich. Bis gleich.
5 Sekunden Strafe für Chris Hamm, Spirit of Verstappen. Kollision. Und wir bekommen die volle Packung Safety Car. Wir kriegen die ganzen vier Runden. Wahrscheinlich war Steve noch hinten Naja, dabei. Steve, der war ja wohl nochmal in der Box, wenn ich es gesehen habe. So, wir können ja mal Und kurz. Ja? Spirit hat 5 Sekunden, weil er dem Chris Hamm reingefahren So, ist. und So. Campos, wie ich mir das gedacht hatte, hat die Strategie gesplittet. Mücke wurde jetzt hier sozusagen ein bisschen geopfert. Weil der ist nicht in die Box gegangen. Da geht es einfach darum, er soll wahrscheinlich den Acker den Rücken frei halten. Das heißt, wenn es Acker schafft, also wenn Mücke es schafft, vor Big M zu bleiben, durch den ganzen ersten Sektor, dann kann Acker sich so weit für den Vorsprung rausfahren, dass er aus der Sekunde schon wieder raus ist. Safety Car kommt rein diese Runde. Torsti könnte aber mit seinen Medium-Reifen zum Schluss einen Vorteil haben. Ja gut, es sind noch 13 Runden jetzt. Ja, alle anderen auf Softs, die beiden auf Mediums. Bin mal gespannt, ob das aufgeht vom Team Campos mit Mücke. Aber die Reifen machen wir weg. Intervall lassen wir, weil der ist dann doch ganz Acker macht interessant. ganz langsam mit Ja. 80. Ja, naja, das Safety Car ist jetzt drin. Jetzt könnte er Gas geben und er macht's. Er gibt in der Kurve kurz Gas. Jetzt gibt er Gas Jetzt gibt er Gas. und setzt sich gut ab. Und Mücke kann's halten, aber Big M greift schon direkt an, hat das Greift schon an, geahnt und muss vorbeigehen. Mücke gibt dir wirklich alles, um vorn zu bleiben. Aber Big M geht vorbei, da hat Mücke keine Chance. Das ist nicht aufgegangen bei Campos. Jasel hatte auch einen guten Start, der hat sich um einen Platz verbessert, vor Marcel Junot gesetzt. So, und jetzt kann aber Mücke natürlich Jasel aufhalten und auch Schmiddi und Torsti. Torsti natürlich auf den Mediums, der ist im Nachteil gegenüber den Softs, wobei das hier nichts zu heißen hat. Bei der Geschwindigkeit, die Torsti auch auf den Softs an den Tag gelegt hat. Oh, und Schmiddi macht hier einen Fehler. Ne, Mücke hat den Fehler gemacht. Ja, das sind jetzt die alten Reifen. Und Mücke auf die 4 runter. Oh, der wird richtig weit zurückfallen. Krieger geht an Darkson vorbei. Da ist es auch super, super eng. Hier sind 5 Autos innerhalb von einer Sekunde. Und die Lücke, die Acker haben wollte, die reißt bei Schmiddi auf. Jasel hier an Torsti vorbei. Also Dams, echt beeindruckend. Und hat auch noch eine Chance ins DRS reinzufahren. Ist jetzt auch drin. Da hinten wird's eng. Da gab es eine Berührung zwischen Marcel Junot und Locke. Konnte man wunderbar in der Vogelperspektive sehen. So, und Jasel wird natürlich jetzt alles tun, um schnellstmöglich an Schmiddi ranzukommen. Torsti bremst sich an Mücke vorbei. Ja. Aber, und Mücke in der Wand. Ei. Mücke in der Wand. Gibt das ein Safety Car? Wir haben erstmal nur gelb. Big M mit der schnellsten Runde. 1:44:0. Mücke. Ja, gut. Und dann nochmal gegen die Wand. Ei. Safety Car wird das. Und deswegen haben wir ein VSC, weil da wahrscheinlich Teile geflogen sind. Wenn du in der Box irgendwie kollidierst, bleibt es beim BSC. Ich hoffe mal. Jetzt verliert Mücke nicht ganz so viel an Zeit nach vorn. Ja, Jetzt der fährt er Plan wieder war jetzt nicht so raus. gut.
Naja, der Auf Plan Kanzlei zu war lassen. wahrscheinlich schon ein bisschen anders gedacht, aber es hat zumindest. Und Torsti bekommt eine Torsti Furchtbarstrafe. Durchfahrtsstrafe. Ei. Oh, damit versaut er sich das ganze Bitte. Rennen. Locke hier Ei. einen super Restart gehabt. Zu dritt, die gehen zu dritt auf die Kurve. Einer außen. Locke Marcel, aus, you vorbei, know, oder? Locke, Torsti muss zurückstecken, verliert hier zwei Plätze. Und Hiasel vorn. Direkt an Schmiddi dran. Da wird es jetzt wahrscheinlich auch gleich zum Angriff kommen. DRS ist ja aktiv. So, hier bleibt alles erstmal in der Reihe. Das war ein super Exit, den Locke da in der Kurve hat. Jetzt Hiasel Jetzt läuft es setzt über sich hier Olympus, neben ja. Schmiddi, bleibt in. Schmiddi hält da auch gar nicht großartig gegen. Kann er auch nicht. Wird es auf Und der nächsten Bahn Jasel schwierig, vorbei. ja. Jetzt DRS bei Schmiddi. Schauen wir mal, wie schnell er rankommt. Oh, Jasel hat wirklich einen super flachen Flügel. Guck dir das an, wie langsam der da Ah, nee. rankommt. Das reicht nicht, oder? Jetzt versucht er sich ranzubremsen, hat die schlechtere Linie. Kann er in die Position halten? Kann, kommt ein bisschen arg auf den Körper, aber verliert jetzt das Beschleunigungsduell, da er vorher ein bisschen Abtrieb auf den Körper verloren hat. Dafür nimmt Torsten er macht jetzt seine hier, Durchfallstrafe. man sieht das schön, Schmiddi fährt die Kurven sauberer als Hiasel. Kommt hier super nah ran, könnte wahrscheinlich vorbeigehen, wenn es nicht so eine blöde Stelle wäre. Auch hier deutlich besser, aber Hiase durch den flacheren Flügel bleibt da halt einfach vorn. Ja, aber auf Und der Geraden war es noch der gar nicht das DRS aktiviert. Das wurde erst DRS ist danach aktiviert. aktiv. Wurde jetzt gerade erst aktiviert, als Ja, ich auf die naja, Geraden auf der gefahren bin. Geraden wird es aktiviert, aber es ist die ganze Zeit schon aktiv. Das meine Okay. ich. Ja, natürlich. Weil die Nachricht kam, Eine deswegen. Runde nach dem Safety Car wurde es deaktiviert. Runde 16 wurde es aktiviert. Und nach dem VSC wurde es, nachdem das VSC aufgehoben war, wurde es auch direkt wieder aktiviert. So, Big M, kann er jetzt Acker angreifen? Krieger jetzt ganz nah an Holger. Ja, von gibt es vielleicht erst auf der nächsten jetzt. Wie war der Exit von Oh, Krieger? Big M, ja. Der Big Exit M. von Krieger war super. Oh, bei Big M und Ding Acker. Ja, Side by Side. Big M hat DRS. Holt sich hier jetzt nochmal Windschatten von Acker. Geht jetzt außen. Big M, neue schnellste Runde mit einer 1:43,9. Und da ist Acker. Versucht hier weiter innen zu bleiben. Side by side wieder leichte. Ja, das ist normale Ist Radberührung. richtiger Kampf. Ja, und Richtiger Kampf. Acker. Und sie gehen zu zweit durch die Kurve durch. Und Big M Richtig setzt weit, sich durch. Ja, gut, aber das passiert, wenn man zu zweit muss durch die man. Kurve durchgeht. Da passiert das. Und Big M vorbei. Richtig durchgekämpft. Ja, auf jeden Fall. So, Hayes Surprise und Hennes hier. Und Spirit of Fair auch direkt dran. Jetzt ist Hiasel auch gleich im DS. Ja, stimmt. Durch das ganze Gekämpfe ist Jasel richtig nah rangekommen. Und das könnte jetzt natürlich gleich richtig spannend werden. Big M und Jasel, aber ich glaube. Ja, jetzt ist er im Sekundenfenster. Und jetzt kriegt er ja gleich. Jetzt kriegt er DRS auf der nächsten Geraden. Ja, und Schmiddi kämpft hier verzweifelt, um dran zu bleiben. So, und jetzt ist Hiasel dran und jetzt kann er sich dann Acker irgendwann zurechtlegen. Und jetzt haben wir hier tatsächlich vier Leute in einem Train. Ab Locke reißt die Lücke auf. Die Jaranzo ersten hat vier. sich. Ja. Gehen Gibt's wir auch selten. mal auf Jaranzo. Der ist hier nah an Holger dran. Setzt hier außen zum Überholmanöver. Holt sich noch das DRS und setzt das Überholmanöver. Boah, hier so eine starke Runde. 1:43,650. Schmiede jetzt außen DS durch die schnelle Runde da. Ja.
Und Aber Konter wird sich. von Holgrad. Da hat Holgrad doch noch DRS bekommen. Da war Jaranzo schon vorbei anscheinend. Und Acker ist wieder ganz nah an Big M. Ja, und deswegen ist Hiase wieder aus der Sekunde raus. Aber sobald, ja, vielleicht macht Big M auch ein bisschen langsamer, damit Hiase rankommen kann. Aber das kann er sich gegen Acker eigentlich nicht erlauben. Marcel, you know, 3 Sekunden. Marcel, you know, eine 3-Sekunden-Strafe, das ist schade. Hat er vorhin schon mit 6 Sekunden gehabt. Das hat ihn da richtig nach hinten gespült. Ja, Acker jetzt richtig am Pushen, am Druck machen. Hier durch Sektor 2, durch DRS jetzt gleich aktiv. Und kommt jetzt der Angriff oder bleibt er noch dahinter? Er bleibt dahinter. Ah, Versucht jetzt jetzt vielleicht. über Außen. Hallo, Outrunner. Beim Hennes läuft so Semi. Der ist auf P15 derzeit. Können wir ja mal drauf gehen. 1,5 Zehntel, Ja, ein Zehntel. ich hab das mit im Blick. Jetzt ist er vorbei. Ja, aber jetzt kommt Aber wahrscheinlich. Switchback auf der Nein, Geraden. da kommt kein Switchback. Beide mit dem Quersteher am Kurvenausgang. Dadurch kommt Hiase wieder näher ran und Schmiddy kämpft hier immer noch verzweifelt um die Sekunde. Big M, versuch's Jaranzo innen. gegen Holgra. Jetzt geht's hier wieder Richtung Turn 1. Acker aus. Oh. Und Oh, da hat er keinen Acker, Platz 3 Sekunden. gelassen und dann bekommt Ei, Acker Scheiße. 3 Sekunden und unerlaubtes Überholmanöver. Deswegen hat er Big M wieder vorgelassen. Und hier Hiesel genau hinten dran. Ja, So, und Schmiddy natürlich perfekt. auch, Ei, logischerweise. ei, ei. Holgra ist in die Box gegangen. Ich glaube, da hat Big M ihm zu wenig Platz gelassen in der Kurve. Und deswegen Wahrscheinlich könnte das auch sein. musste Acker dann ausweichen. Und die 3 Sekunden sind natürlich echt tödlich bei der Pace, die beide hier gehen. Vor allen Dingen Hiase, aber Hiase kann die Pace nicht gehen und jetzt kommt der Angriff von Schmiddy. Aber Schmiddy steckt nochmal zurück. Jetzt mit DRS vielleicht. Ja, und scheint tatsächlich nicht Angriff von das. Acker wieder. Ja, Uiui. das geht hier ein paar Mal hin und her. Acker wird erstmal. Ja, Acker muss vorbei und muss natürlich 3 Sekunden rausfahren. 3 Sekunden. Schmiedi muss wieder abreißen lassen. Ja, der hat einen Fehler wahrscheinlich drin gehabt. So, und Acker gegen Oh, Big jetzt. M, Side by Side. Acker mit dem DRS setzt sich vorbei. Jetzt bekommt Big M das DRS. Und das sind wir jetzt mal gespannt. Ja, das wird jetzt eng. Ah, Wie ist der? ja, Big M hat nicht ganz so einen flachen Flügel. Oh, geht hier ganz weit nach rechts. Acker drängt ihn ganz weit raus. Super verteidigt von Acker. Kleiner Quersteher am Exit von Turn 1, Turn 2 von Big M. Und deswegen kam er diesmal nicht vorbei. Generalax geht hier an Krieger vorbei. Und wir müssen wieder vor zur Spitze zu den Top 4. Schauen wir uns Oh, das Hirsel Ganze war auf mal dem. aus der Ist auf den Kamera. Curb geskleidet. Ja, das kommt mal vor. Schauen wir uns das Ganze mal aus der TV-Kamera-Perspektive, aus der Cockpit-Kamera von Schmiddy an. Mal schauen, wo er denn Zeit verliert. Ah, man sieht's. Auf der Geraden verliert er richtig Zeit. Er nimmt die Kurven deutlich besser. Oh, gelb, Mücke ist raus. Wo ist er rausgeflogen? Turn 4. Hier. Da rechts steht das Auto. In der Und. Wand. Oi. Aber wir Aber schon haben weg ist Wind. kein Safety Car. Und Schmiddy aus der Sekunde Frisch. rausgeflogen. Hiase jetzt hinter Big M. Ganz Versuch. nah. Gibt es jetzt vielleicht den Wechsel im Team Dams zwischen Big M und Hiase, um Druck auf Acker zu machen? Aber die müssen ja beide nur drin sein und landen beide auf P1 und 2. Allerdings, Schmiddy könnte er noch rausfahren. Oh. Bin ich gespannt, ob er Big Air ihn vorbeilässt.
Weiß Ja, das, ich glaube schon, dass sie das so weit im Griff haben, die beiden. Sind beides gute Fahrer. ja. Aber Schmiddi ist jetzt definitiv raus. Der hat jetzt ein Problem. Hat natürlich nach hinten 6 Sekunden zu locker. So, wir können ja nochmal auf die Strafen schauen. Ja, Acker mit 3 Sekunden, wobei ich, wie gesagt, sage, kannst du mal bitte in die Rennleitung schauen und nach der Strafe von Acker schauen, ob der da noch einen Cut bekommen hat? Jawohl. Das würde mich jetzt mal interessieren. Und wir haben VSC. Da hat es hinten irgendwo geknallt. Da bei Marco Toldo, der stand da irgendwie quer kurz. Und was ist jetzt hier passiert? 1,5 Sekunden, das müsste sich aber gleich wieder einkriegen. 1,4. Ja, der, das kriegt sich wieder ein. Das ist halt, das geht halt schon sehr. Also Acker ist jetzt nur, steht nur da, einen Moment. Wann hat denn die Strafe bekommen? 30. Das müsste Runde 18 oder sowas gewesen sein. 17, 18, 19, irgendwie sowas oder 20. Guck mal, Und wann, da steht wo. nur. Guck mal, wann Warnung plus Strafe war. In welcher Runde waren das? Oh, ich wüsste, wie das funktioniert. Nee, du musst doch Ich bin bloß jetzt auf. auf seinen Namen. Ja, und da musst du anklicken, den Ereignisse, oder? Namen. Nein! Geh mal auf Rennleitung. Da war ich, ja. So, dann gehst du auf die Acker drauf und drückst auf X. Ah, okay. So, und da werden dir die Runden angezeigt. Und dann geh mal bitte auf Runde 18 oder 19 und guck, wo die Strafe war. Hast. Runde 20, ungültige Rundenzeit. Ja, aber guck doch mal bitte, wo Strafe steht. Oh, Schmidti kriegt eine Da steht. Durchfahrtsstrafe. Doch, das steht da. Ja, Strafe oben rechts und ungültige Rundenzeit. Ja, Runde 20. Strafe. Und hat er danach nochmal einen Cut gehabt? Nein. Also keine Warnung. Nee, er hat gar keine Warnung bekommen. Ja, doch, sonst Das hätte er war nur, die. weil er massiv. Sonst hätte er die. Warte mal, hat er die Strafe direkt bekommen? Ich guck selbst Ich nach. glaube direkt, weil Okay, stark also abgekürzt. Acker, Rundenzeiten anzeigen. Schmiedi hat jetzt auch noch eine Ja, habe ich Durchfahrtsstrafe. gerade schon Ah, hast du gesagt, gesagt, oder? damit Ah, ist okay. der aus Entschuldige. dem Kampf ums Podium raus, weil die muss er absitzen, weil es sind mehr als 3 Runden. Ja, also Eieiei. Acker hat tatsächlich direkt 3 Sekunden bekommen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal ein Nachspiel hat über die Rennleitung. Ja, Also, direkt 3 Sekunden, oder? naja, Jaranzo hat jetzt 3 Sekunden bekommen. Big M ist jetzt aber aus der Sekunde raus. Also Hiase scheint der Schnellere zu sein mittlerweile. Vielleicht kommt er auch mit den Softreifen einfach besser klar als Big M. Und ich denke, da wird es jetzt hier gleich den Wechsel geben. Das wird gar kein Problem sein. Siehst du auch, er lässt kurz Ah, ein er bisschen macht weniger Platz, ja. Gas. Ja, ne, sie müssen schauen. Also sie dürfen nicht aus den 3 Sekunden fallen. Wenn sie aus den 3 Sekunden fallen, es sind noch 4 Runden. Holger holt sich 3 Sekunden. So, und Big M wird jetzt auch dahinter bleiben, bin ich mir fast sicher. Oder? Oder sie machen jetzt cleane Überholmanöver ohne Kämpfen. Nee, Hiase bleibt vorne. Weil nämlich, wenn man auf den DRS-Geraden sich überholt, ohne zu kämpfen, Locke geht vor auf die 4, weil Schmidti sitzt die Strafe ab. Wird aber hinter. Nee, kommt vor Generalax raus. Es kann jetzt Gas geben. Oh, verliert da. Ja, Ranzo geht vorbei. Chris Sam. Nee, er ist davor geblieben. Ist vor allem geblieben, weil er halt kürzerer Ausgang. Und Hiase kann die Eieiei. Pace auch nicht halten. Und jetzt hat Dams Nee. ein Problem. Jetzt sind das schon 1,7 Sekunden. Momentan würde bei Super. dem Zwischenstand Acker noch auf der 3 Drei. fallen. Roadrunner, ich sag's nicht gern. Ja, schön, dass Hennes in den Punkten ist. Aber Hennes bekommt sowieso Punkte, weil jeder Fahrer bekommt Punkte, der ins Ziel kommt. Zum Beispiel der Sieger erhält 35 Punkte statt Ja, 25 also und. gibt alles.
Ja, Big M hat jetzt Schwierigkeiten und AK gibt natürlich von auch alles. Also wie gesagt, die Situation mit den 3 Sekunden sehr kontrovers und ist halt die Frage, was wird, wenn es tatsächlich unter 3 Sekunden Abstand sein sollte. Jetzt kam Hiyase wieder ein Stück ran, jetzt verliert er wieder ein Stück am Kurvenausgang. Big M hat jetzt richtig Schwierigkeiten mitzukommen. Also die Jungs geben hier jetzt alles in den letzten 3 Runden. Hinten geht Torsti an Steve vorbei in Sektor 2. Da steckt dann Steve zurück. Ja, Ranzo gegen Generalax. Schönes Überholmanöver hier mit DRS und direkt dahinter ist dann Chris Hem auch. Ja, und Schmidti hat die deutlich bessere Pace. Der wird aber auf 5 einkommen, locker auf 4, wenn alles normal läuft. Aber wer gewinnt hier? 3 Sekunden für Daxen. Ja. Das ist aber gerade mal nicht ganz so wichtig. Zum Beispiel hier geht es richtig ab. Chris Hem jetzt an Generalax und Jaranzo wieder vorbei. Also hier geht es auch gut ab zwischen den beiden. Jaranzo zwar noch die Strafe, aber der wird auf P8 bleiben, wenn das so ist. Und Acker mit den drei Kommt nicht Sekunden, weg. naja, kommt Kommt nicht nicht, er weg. kommt nicht wirklich weg. Aber es kann natürlich sein, wenn Hiyase die Reifen ein Stück zu stark beansprucht. Acker ist nicht umsonst so ein bisschen als Reifenflüsterer bekannt. Aber jetzt macht Hiyase wieder Boden gut. Und Big M fällt aus der Sekunde raus. Also ich glaube, wenn geht es hier Ihn wirklich. wird er nicht schaffen. Wenn geht es hier nur noch um Hiyase und Acker. Platz Ich 1 und glaube, 2. Big M kann die Pace nicht mehr ganz gehen. Versucht hier natürlich alles. Jetzt kommt er wieder ein Stück ran. Hat, glaube ich. Nee, DRS hat er nicht mehr bekommen. Ja, Ranzo geht an Generalax vorbei und bei Generalax ist da was am Flügel. Ja, da fehlt die linke Endplate. Und die rechte. Es fehlen beide. Normal müsste jetzt hier Asel ein bisschen ziehen im Big M. Ah, das kann er sich wahrscheinlich Aber nicht leisten, weil er muss halt alles geben und Big M muss halt einfach mitkommen. Und das kann Big M momentan nicht. Hiyase ist momentan minimal schneller als Acker. als Acker, Aber wie gesagt, es steht immer noch im Raum dieses eine Manöver, wo Acker die 3 Sekunden bekommen hat. 4 Zehntel noch. Darf Big M nicht verlieren. Ja, Sind es noch Big drei? M wird aus den 3 Sekunden rausfallen. Es sind noch 1,5 Runden. Jetzt machen wir mal den Abstand auf den schnellsten. Hier sehen wir es. Auch nochmal die Strafen, damit ihr die auch nochmal seht. Jetzt sind es 3 Sekunden. Drei Ja, Sekunden. knappe Aber3 Sekunden. knapp, ja. Torsti an Spirit of Fear vorbei. Jaranzo hat jetzt den Anschluss zu Chris Hem verloren. Und Chris Hem zu Schmidti. Und Generalax Das auch wird zu richtig knapp. Jaranzo. Kann Big Das M wird hier, richtig knapp. kann Dams hier einen Doppelsieg landen? Jetzt ist Big M aus den 3 Sekunden raus. Und Hiyase will natürlich, um hier auf Nummer sicher zu gehen, noch auf jeden Fall, denke ich, an Acker rankommen. Aber das dürfte er, glaube ich, nicht mehr schaffen. 1,2 Sekunden, wir gehen gleich in die letzte Runde. Kommen jetzt wieder Richtung Turn 26, gleich in die 27. Jetzt sind es 1,1 Sekunden und Hiyase kommt immer näher ran. 1,0, 1,1 wieder. Das, oh ja, das müsste Acker halten. Aber aufgrund der Strafe fällt Acker momentan auf P2 zurück. Aber bitter. Ja, Einmal die Runde, einmal die Kurve abgekürzt hatte, oder? aber Ein einziges Mal. ich bleibe dabei, die Kurve abgekürzt. Er musste es machen, Er musste ja, ich weiß ja. weil da zu stark Kollision, reingezogen ne? wurde. Sonst hätte es eine Kollision gegeben. Wo sollte Acker hin? Eben. Und das war ja mit Big Vielleicht wird M. sie Ja, Big annulliert. M, die Nummer ist durch. Da können wir wieder aufs Intervall zurückgehen. Acker wird auf der Strecke gewinnen. Hiyase wird Zweiter werden, wenn jetzt nichts Gravierendes mehr passiert. Und nach hinten, Steve wird an Spirit of Fair vorbeigehen. Haste Surprise So, kann noch einen letzte Platz Runde. gegen Marco Toldo gut machen.
Ja, die sind schon gleich da. Also, letzte Runde wurde gerade für Holger und sowas angezeigt. Die sind jetzt in der letzten Runde. Hier, Krieger, der ist noch ganz weit weg. Acker ist schon im Sektor 3 jetzt. Ja, Big M konnte es nicht mehr halten ganz. Also, es war die richtige Entscheidung für Team Oh. Dams, Hiasel vorbeigehen zu lassen. Ja, Steve an Spirit of Fair vorbei auf die 10. Starkes Rennen auch von ihm. Und Acker gewinnt auf der Strecke, wird aber durch die Strafe definitiv auf P2 zurückfallen. Hiasel gewinnt das Rennen. Vor Acker, vor Big M. Locke auf dem starken vierten Platz eingekommen. Schmiddy durch die Durchfahrtsstrafe alle Chancen auf den Sieg genommen. Kommt auf P5. Da hat er noch einen überrundeten. Das ist Krieger. Chris Ham wird dann auf der 6 einlaufen. Schmiddy drin. Chris Ham kommt jetzt über die Linie. Ja, Ranzo wird auf der 7 einkommen. Auf der 8 Generalak. Starkes Rennen von der 19 auf die 8 vor. Torsti kommt auf der 9. Da hinten gibt es nochmal Überholmanöver zwischen Marcel Junot und Spirit of Fair. Torsti auf der 9. Steve auf der 10. Marcel auf der 11. Spirit of Fair wird noch nach hinten. Ja, nee, bleibt da, weil Marco Toldo hat 11 Sekunden Rückstand auf ihn. Marcel Junot auf der 11. Spirit of Fair auf der 12. Marco Toldo auf der 13. Hazelpice auf der 14. Holger 15. Darkson auf der 16. Hennes kommt jetzt auch über die Linie auf der 17. Drago schafft's auch. Krieger ist schon abgewunken auf der 19. Und Drago als letzter auf der 18. Und damit haben wir es geschafft. Ja, und was für ein grandioses Wochenende für Team Dams. Pole Position geholt und insgesamt 4 Podiumsplätze, einen Sieg geholt. Ne, 2 Siege Ich geholt. glaube, Und Sprint war es ja genau gleich, oder? ja, War es erst Hiasel, der alles überragende Fahrer. Kann man nicht Ja, anders sagen. kann man nicht anders So. sagen. So, Und die drei Jungs hole ich mir jetzt doch mal jetzt rein. Wo haben wir sie denn? Big M haben wir hier. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, ob es da noch Diskussionen geben wird wegen dieser einen Aktion. Ja, so. Wo haben wir ihn? Wo ist er denn? Wie heißt der? Hiasel 15 mit Unterstrich, über Unterstrich. Da ist er. So, die drei habe ich mal hinzugefügt. Und hier in der Übersicht das Ergebnis fürs Wochenende. Wir schauen nochmal auf den Sprint. Hallo Lukas, grüß dich. Und Hiasel hat sogar in beiden Rennen die schnellste Runde geholt. In Also beiden, okay. maximale Die schnellste Punktzahl. maximale Punktzahl. Starke Leistung, kann man ja auch noch sagen. Aber wie gesagt, da gab es eine kleine Sache, über die wir gleich mal kurz sprechen werden. Übrigens für alle Fußballfans, jetzt steht es auch fest, Union Berlin hat Robin Gosens verpflichtet. So. Ja, einfach nur mal Kenne so ich am nicht. Rande. Du kennst du nicht? Nee. Die sind Naja. ja zweite Liga oder sowas, oder? Was? Union Oder? Berlin ist erste Liga und spielt Champions League dieses Jahr. Ach so, okay. Ich kenne mich gar nicht aus. Gute Ja. Masche von Böhmen. Da müssen wir nochmal nachschauen, Marcel, ob du, ich bin auch der Meinung, dass du die eigentlich hattest, aber da stand gerade Hiasel, aber das kann auch täuschen. Aber das wird dann die Marcel Rennleitung. hatte die. Ja, ne, da hat es wieder nicht angezeigt, wenn ich in Top 10, glaube ich. Weil Sprint nur Top 10 zählt. Ja, so. Auf jeden Fall, Ist Grand. Hiasel auch schon da? Der kommt nicht. Warum denn Der nicht? kommt nicht, also. Der hat kein Headset. Oh. Ach so. Kann er über einen Controller Dann muss quatschen? er langsamer fahren. Ist Marc denn da? Ja, Hallöchen. Ja, Hallöchen, Marc. Grüß dich erstmal.
Ja, dein Glückwunsch euch Teamkollege zwei. kommt gar nicht, weil der war ja der alles überragende Mann heute. Kann man ja nicht sagen. Ich glaube, bei Darms knallen gerade die Sektkorken nach dem Wochenende. Habe ich Bei so ein ihm bisschen. sicherlich, bei ihm sicherlich. Auch fürs Team, also. Ja, dann dafür ja, bei mir auch. Dafür ja, bei mir auch. P1, P3, die Pole Position geholt. Kurze Frage von Max. Sitzt der Stock, soll ich dich fragen? Max, komm du mir mal in die F2, ne? Und ich zeig dir, wo der Stock die Locken hat. Okay, aber bevor wir jetzt hier zu sehr über irgendwelche Gegenstände in irgendwelchen Orten sprechen, konzentrieren wir uns doch lieber auf das heutige Podium. Glückwunsch an dich, Marc, erstmal. Danke. Starke Qualifying-Runde auf jeden Fall. Ich lag auch mit meiner Prediction mit einer niedrigen 1,41 richtig. 1,41,0 war es, glaube ich. Ja. Ja, und dann Sprintrennen sah es ein bisschen aus, als ob du ein bisschen Schwierigkeiten hattest am Anfang. Zum Schluss war ging's. Ja, und dann das Hauptrennen, da war eigentlich alles gut, bis es zu einer gewissen Situation kam. Erzähl einfach mal beim Qualifying vom. Ja, also Qualifying, also da bin ich an den Wänden lang gefahren wie Max Verstappen. Also ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ne, die war extrem gut. Also ich war sozusagen fast wie Bahrain mit dem Abstand von Acker zum zweiten oder dritten oder umgekehrt. Deswegen, ich war damit recht auf jeden Fall sehr zufrieden. Sprint habe ich gemischte Gefühle. Genauso wie im Hauptrennen, aber sagen wir mal Sprintrennen, weil ich ja den Kontakt mit Steve hatte, wo ich halt, das war ich mit Steve, der hatte, ich hatte den Kontakt nämlich in, ich war nämlich Turn 2 durch in auf der linken Seite und er hat es nicht gesehen und wollte die Kurve normal fahren. Also ich war auch nur minimal neben ihm, aber das hat halt ausgereicht, um ihn links gegen die Bande zu drehen und dann rechts gegen. Deswegen tut mir daran schon mal leid an Steve und halt die, die darunter, denke ich mal, gelitten haben. Ja, dann hatte ich Kontakt schon, also nach dem Safety Car hatte ich dann auch einen Kontakt mit einem anderen Fahrer, wodurch ich dann einen leichten Flügelschaden links hatte. Aber das reicht ja schon aus in der F2, um dich komplett aus dem Leben zu nehmen. Ja, das ist richtig. Ja, hab's dann irgendwie noch auf Platz 3 geschafft, war damit relativ zufrieden, weil ich mir dachte, komm, im nächsten Rennen hast du die Pole, da wirst du auf jeden Fall mit mindestens mit P2 aus Turn 1 rausgehen. Was dann auch der Fall war, dann konnte ich mich noch einigermaßen gut an Acker dran halten, bis ich dann irgendwie die Pace verloren habe. Bis dann das Safety Car kam, da war halt offensichtlich, dass wir dann, denke ich mal, alle in die Box gehen. Es war klug gemacht von Campos, dass sie dann Mücke. den Mücke, genau, den aus draußen gelassen haben, dass der dann den Bremsblock spielen sollte. Ja, hat dann ja so semi gut geklappt, sagen wir es mal so. Aber trotzdem Respekt für die Idee. Ja, dann konnte ich irgendwann, also konnte ich die ganze Zeit an Acker dranbleiben. Wir haben ein bisschen gefightet, was auch für mich Spaß gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es für Acker Spaß gemacht hat. Da muss man halt auch sagen, also da waren ein paar Kontakte dabei, wo ich auch selber sagen muss, waren kritisch. Ja, kann ich jetzt nichts Großartiges dazu sagen. Direkt danach, das müsste ich mir nochmal anschauen. Also kannst du zu der Situation in Turn 1 jetzt nichts sagen, als Acker dann da rechts weit gegangen ist in Turn 2, weil da waren wir direkt drauf. Willst du, dass ich was dazu sage? Na, es ist, also ich sag mal so, Leaving Space Also ich fand, war. wir haben beide sehr, sehr spät gebremst. Also wir haben Ja, beide fast schon klar. zu spät gebremst, genauso wie ich. Der war halt das Ding, dass ich denke mal, Acker genauso auf der Außenbahn angekommen wäre oder Außenbahn angekommen ist wie ich. Ich muss mir das nochmal anschauen, da kann ich jetzt Ja, nee, nicht. alles Ja. gut. Und dann eine letzte Frage noch. War dann klar, dass du Hiasel vorbeilässt? Also eigentlich dachten wir so, ja, ich denke, Hiasel wird jetzt die bessere Pace haben, Marc lässt ihn vorbei und du versuchst halt mitzukommen, was leider nicht ganz geklappt hat. Genau, ja, nee, ich war ja auch nicht mit Hiasel in der Party. Wie schon Acker gesagt hat, der hat ja keine Z, das heißt, der kann ja nicht, der kann ja nur schwer dann mit mir kommunizieren.
Das läuft so alles telepathisch. Nein, keine Ahnung. Ich hab gesehen, dass er dran war und ich auf Acker verliere. Und dann habe ich mir gedacht, komm, lässt ihn vorbei. Schauen wir, wie es wird. Und ja, hat ja im Endeffekt auch geklappt. Bei mir habe ich halt dann am Ende die Pace verloren. Ich weiß auch, dann muss ich auch noch schauen, woran es liegt oder lag. Aber hier ist so gut fürs Team auf jeden Fall. Auf Dass jeden er Fall, erster durchgehend, ich dritter durchgehend, stark. ja. Also auf jeden Fall starkes Wochenende für das Team Dams und ihr bleibt vorbehaltlich etwaiger Stuart-Entscheidung auf jeden Fall erstmal auf 1. Okay, dann danke ich dir auf jeden Fall. Ja, und Glückwunsch nochmal. Danke sehr und auch Glückwunsch an Acker. Logisch, hast du schon gemacht. Und ans restliche Feld, wo es was halt durchgekommen ist, ne? Ja. So, dann kommen wir eben auch zu eben jenem Lukas Acker heute auf P2. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir fangen erstmal ganz von vorn an. Fangen wir erstmal an mit dem Qualifying. Wie warst du mit deiner Runde soweit zufrieden? Gar nicht. Das habe ich mir fast gedacht. Also froh, Ja, dass guter er Crash hier gültig drin war, gehabt, oder? spontan, ja. Ja. Ja, Sprintrennen. Ich war ein bisschen überrascht, dass du mit Hiase nicht mitgehen konntest. Ich glaube, er fährt volle TK tatsächlich. Ja. Also das ist echt entscheidend auf der Strecke. Gerade in der Kurve nach den S's in dieser Steilkurve links. Da habe ich jede Runde 2, 3 Zehntel verloren, die ich sonst in den S's wieder rausgeholt habe. Aber dadurch kam ich halt nie ran. Plus er hatte so einen flachen Flügel, dass da gar nichts möglich war, irgendwie zu holen. Und durch den Kampf dann mit Torsti, der sich vor uns ja den Flügel abgefahren hat, Ja. wo dann Jase ja glücklich vorbeigekommen ist und ich dann erstmal noch eine halbe Runde hinter ihm hing, war Genau. das Ding Da dann warst over und dann. dann war auch nichts mehr möglich. Okay. Ja, Hauptrennen, denke ich, war soweit okay bis zum Safety Car. Ja, ich war es komplett okay, bis auf den einen Kontakt halt, ne? Mit Mücke war das abgesprochen, dass er Nein. draußen bleibt? Nein, hat er von sich Nein. aus. Wir waren nicht in der Party heute. Aber war trotzdem ich fand es eine starke Ja. Taktik und es hätte ja fast geklappt, wenn er Big M Ja, aufgehalten ich glaube hätte. tatsächlich, wären wir in der Party gewesen und hätten den Restart absprechen können. Ich glaube, dann wäre Hätte es es vielleicht auch funktioniert. trotzdem noch, ja. Weil ich wusste jetzt nicht, rechnet er damit, dass ich in der Kurve beschleunige, rechnet er, dass ich spät beschleunige. Und als ich dann beschleunigt habe, war ja Marc schon fast neben ihm. Und dann, ja, war nicht mehr viel zu holen. Ich sag mal, dann war Marc hinter mir, dann begann der Fight und dann, ja, wie du schon sagst, leaving no space. Und dann fahre ich die Auslaufzone, weil ich keine andere Chance habe. Genau. Und dann kriege ich die 3 Sekunden. Ja, da war das Spiel knallhart, muss ich sagen. Für den ersten Cut halt direkt. Ja, genau. Ich hab Adrian in der Rennleitung nachschauen lassen. Du hattest keinen Cut bis dahin, Nein. genau. Und Problem war nur, ich konnte nichts woanders hin. richtig, ansonsten knallt das in der Naja, Kurve. auf der Strecke kann ich nicht bleiben und rechts ist eine Wand. Also Ja, blieb mir nur was die denn, ja. Option. Und du hast ja auch noch, ich glaube, 6 Zehntel verloren. In dem Moment oder 5. Kommt ja Weil noch ich die dazu. Position ebenfalls auch zurückgeben musste. Stimmt, das Spiel hat Ja, ja stimmt, angezeigt, ja. illegales Überholmanöver. Naja. Unerlaubtes Überholmanöver. Und dann Ja. habe ich tatsächlich zuerst gehofft, dass Marc mich wieder vorbeilässt, aus Fairnessgründen, aber ja, müssen morgen andere Leute entscheiden. Okay, also wird es da wahrscheinlich ein Nachspiel geben. Yep. Wir haben es uns fast schon gedacht. So. Ja, viel mehr gibt es, glaube ich, zu dem Rennen nicht zu erzählen. Schade, dass Mücke DNF gegangen ist. Ansonsten wäre es, glaube ich, auch ganz gute Er hat Punkte mir gerade den Clip gewesen. geschickt, also ja. Ja, Jedi DNF, Turn 4 links zu früh eingelenkt und bumm, ja. Reifen weg. Und dann stand der rechts da in der Wand in der Ja, aber Auslaufzone. trotzdem, das wird noch was mit Mücke, sag ich mal. Ich sag mal, man hat heute gesehen, dass es als Team ganz gut klappen kann, gerade bei der Safety Car Entscheidung. Er hätte genauso gut reingehen können, weil der Abstand zwischen uns groß genug war für einen Doppelstopp. Aber ich glaube, er hat tatsächlich gesehen, dass er mir damit helfen kann und Aber wir haben es bei Dams gesehen. Die haben ja den Double Stack gemacht und Hiase hat dadurch 5 Plätze oder 4 Plätze verloren. ja, Der ist weil auf das kostet so P7 viel Zeit in gelandet. F2. Ja, und ja, war dann unglücklich. Ich sag mal, ich hatte dann Glück, dass Schmidti sich noch die Durchfahrtsstrafe geholt hat, sonst wäre ich vielleicht auch noch hinter Schmidti gefallen. Ja, Schmidti hatte auch immer ganz schön zu kämpfen, aber da wäre vielleicht zum Schluss auch noch was gegangen. Ohne die Ja. Durchfahrtsstrafe, sagen wir es mal so. Ja. Allgemein dein Fazit von allem heute? Gemischt wahrscheinlich. Unzufrieden, ja. Unzufrieden eher.
Dadurch, dass ich halt das Rennen vorm Safety Car extrem im Griff hatte, eigentlich. Und mir tatsächlich sogar schon eine Strategie vorbereitet habe, dass ich noch größeren Abstand mache, indem ich einfach eine Runde, eins oder zwei Runden früher stopp als die anderen wahrscheinlich und dann dadurch nochmal einen Abstand rausfahre und ja, dann kam das Safety Car und dann war alles hin. Wann wärst du reingegangen? Runde 14? Nee, 13. 13 sogar. 15 war angepeilt und 13 habe ich Ja, gedacht. ich habe, ne, das meinte ich Die zu. Reifen gehen gut. Ich sag mal, sind jetzt Runde 10, glaube ich, reingegangen beim Safety Car und die Reifen waren am Ende noch super fahrbar im Gegensatz zu Bahrain letzte Woche. Ja, muss man ja Die Drücke haben dazu. auf jeden Fall besser gepasst heute. Muss man ja auch dazu sagen, dass das Safety Car die kompletten 4 Runden draußen geblieben ist. Weil Steve nochmal in die Box gegangen ist. Sonst wäre es eine Runde früher reingekommen. Aber gut, in Australien geht's dann weiter. Da sehen wir euch dann alle wieder. Adrian, hast du noch Fragen an unser Podium? Nö, ich sage nur Glückwunsch an euch, starkes Rennen vorne. Leider kam es dann zu der ein bisschen zu viel Kollision, aber sonst war es eigentlich ein perfektes Rennen. Keiner hat nachgegeben. Es war schon gut anzuschauen. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Gut. Ich bedanke mich A beim Podium, B bei Adrian. In 2 Wochen sind wir dann in Australien beim nächsten Rennen der F2 und morgen geht's weiter mit dem 100% B-Rennen in der Formel 1 und Donnerstag mit dem 100% C-Rennen in der Formel 1. Mein Name ist Miss Million. Ich wünsche euch einen schönen Abend. So long.